Einen wunderschönen guten Abend zum professionellsten Streaming Angelegenheit. Ich sehe mich selber hier gerade. Ich muss das wegmachen. Kleinen Moment. Ich muss einmal schließen alles. Kleinen Moment, ich bin sofort bei euch. Ja, toll, wieder nur 1080p. Bei Gronkh kann man sich's aussuchen, aber Dennis kriegt nur 1080p. Da können die Leute sich das wieder nicht aussuchen. Das ist mal wieder typisch. Warum? Nur weil Gronkh reich und berühmt und schön ist. Und ich? Ich habe wieder gar nichts. So, jetzt muss ich auch erstmal Musik anmachen. Kleinen Moment. Machen wir. Kriegen wir hin. So. Das ist der Einstiegstrack hier. Ein wunderschönen guten Abend, Leute. Also, ich bin jetzt da. Wer ist da? Ich muss erstmal was trinken, ey. Oh, Leute, es ist Freitag. Ist das nicht geil? Wir haben Wochenende. Ich muss Sabrina fragen, die muss mir helfen, die Flasche aufzumachen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Also ich bin jetzt da. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Sabrina hat die Flasche auch nicht aufgekriegt. Was ist denn jetzt los? Scheiße, muss ich verdursten? Ist es soweit? Heute ist der Tag aller Tage. Heute ist der Tag, an dem ich verdursten muss. Dennis, was war denn das? Das ist komplett albern einfach. Jetzt habe ich's. Okay. So. So. Wer ist denn alles da? Leute. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Manchmal muss man sich einfach fragen, was würde Gandhi tun? Und dann macht man das Gegenteil. Ey, Tentakel-Crew, was geht ab? Serbi-Puperbi kommt hier reingeredet mit der ganzen Bande. Yashi ist im 12. Monat. Meine Güte, ey. Das wird aber langsam Zeit. 12. Monat, ey. Leute, Giphy funktioniert wieder. Immer noch Antor-Residenz-Liebe. Der Panda-Rohr ist auch im 12. Monat. Panda, ey, so lange schon dabei. Krass. Was für eine Geldverschwendung einfach. Was zur Hölle, DAPAND3GLO. So, wir müssen uns gerade mal alle kurz beruhigen. Ja, preiset den heiligen Lurch. Ich wollte jetzt eigentlich mal starten mit erstmal Hallo sagen allen, die da sind. Also erstmal natürlich Hallo Schlüsi. Schlüsi, du warst heute Erster. Christina ist auch im 12. Monat. Sie hat noch nicht einen Pfennig selber bezahlt dafür. Aber der Hype-Train kommt rein. Danke und an Justin für ich finde es gut, dass das Tangaschwein wieder da Idiot ist. Habe ich inzwischen gut unter Kontrolle. Was unter Kontrolle? Was passiert denn hier? Lita ist im 4. Monat. Meine Güte, wieso kommt denn das alles jetzt auf einmal? Haben wir es jetzt? Okay, danke, cool. Dann kann ich jetzt auch was sagen. Also, erstmal einen schönen guten Abend, Schlüsi. Einen schönen guten Abend, Jay. Jay, du warst heute leider nur Zweiter. Ich bin furchtbar enttäuscht von dir. Was soll das denn? Ich bin anderes gewohnt von dir. Moritz! Hi, nein. Moritz, was geht ab? Doch. Und Lisa natürlich. Huhu, der Stream ist auf lautlos. Aber bin da, irgendwie. Den kannst du mich ja jetzt eh gar nicht hören. Naja, egal. Ey, wie findest du meinen Namen? Moli der Baum. Ja, es ist auf jeden Fall eine Rekombination bestehender Dinge, die wir über dich wissen. Also, es ist jetzt nichts super Neues, aber finde ich auf jeden Fall gut. Klingt gut. Moli der Baum. Mag ich, Moritz. Na klar! Zu spät. Wie funktioniert dieses Giftballern überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Vor allem weiß ich auch nicht, warum es ausgerechnet jetzt wieder funktioniert, nachdem es irgendwie 3 Monate gestreikt hat. Aber man kann es ja ab und zu mal probieren und plötzlich funktionieren Dinge dann wieder. Software und Hardware
Oh, Technik heilt ja auch einfach mit der Zeit. Aber kein Wunder, bei so einer Musik, ey. Oh, das schmeichelt so richtig schön dem Ohr. Ich liebe Dream Daddy einfach. Und das Tangerschwein natürlich. Ich muss mal gerade ein bisschen gechilltere Musik anmachen, weil ich mir schon wieder völlig außer Rand und Band bin. Hier ist nämlich Koffein in meinem Lemon drin, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da, das ist Lemon plus Koffein. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Serbion. Mit Elden Ring. Serbi hat schon irgendwie 90 Stunden auf dem Tacho. Was geht ab, hä? Ich habe seit 3 oder 4 Wochen nicht mehr Elden Ring gespielt. Ich bin nur noch im Racing-Fieber, ey. Ich bin die ganze Zeit nur noch am Fahren. Ich bin immer nur im Formel-1-Wagen, Leute. Das ist ganz schön anstrengend. Aber ich liebe solche Spiele. Einfach diese Skill-Spiele, wo man immer das Gleiche macht, um sich dann irgendwann so ein bisschen zu verbessern. Und dann weiß man, ja, ich habe mich jetzt ein bisschen verbessert, weil ich einfach eine Woche lang mein Leben verschwendet habe und die ganze Zeit dieses Spiel gespielt habe. Und das ist dieses wohlig warme Gefühl dann. Schnauze, Moritz! Oh, Christina, dir blüht heute auch einiges. Ich verrate noch nicht, warum. Aber vielleicht wirst du es gleich selber merken. Hihihihihi, du machst wieder alles kaputt! Voll der Lurch! Hallo, Lita. Na, was geht ab, Lita? Lita ist so Gangster, ey. Ich finde, Lita fällt immer richtig dadurch auf, dass sie betont gangsterig ist, wenn sie im Chat unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob das so langsam das einsetzende Alter ist, dass Lita versucht, sich krampfhaft noch an ihre Jugend zu klammern und deswegen extra gangstermäßig tut. Oder ob sie wirklich Gangster ist. Ich kann es nicht so richtig einschätzen, ehrlich gesagt. Naja, also so toll ist Physik jetzt auch wieder nicht. Was hast du gesagt, Christina? Bitte was? Das Katzenfutter sieht gar nicht so übel aus. Halt die Klappe und mach Platz am Napf. So. Ich bin im Lurk. Bei mir geht gar nichts mehr. Alles klar, viel Spaß im Lurk, Lisa. Kirby, ja, heute Abend ballern wir wieder richtig Kirby. Ich fühle mich auch wie so ein Kirby. Wow, das ist wirklich der beste Stream, den ich jemals gesehen habe. Oh, Schlüsi schenkt Schlomser ein Abo zum Valentinstag. Dennis, du machst das wirklich hervorragend. Ich bin sehr stolz auf dich. They have given 2 Gift Subs in the channel. Ah, vielen Dank, Schlüsi. Das ist sehr großzügig von dir. Hallo, hallo. Welche Kamera hast du eigentlich? Du bist viel zu scharf zu sehen. Das ist schon etwas trinch. Ich habe eine Sony A7 S2. Und davor hängt irgend so ein G-Series Objektiv, irgendwie 24 bis 70 Millimeter oder sowas. Es ist ein bisschen Overkill für so einen Lappenstream hier. Aber naja, wenn man den Scheiß hier schon mal stehen hat, dann kann man den auch zum Streamen benutzen. Endlich der Content, wegen dem ich hier bin, StuhlTV. Ah, und jetzt sind wir beim Raid angelangt. Klasse, wow, dann dauert es ja nur eine halbe Stunde. Dass ich mir diesen Unsinn immer noch antue. Und Jay schenkt Tico ein Abo. Heute schenken die Geschwister sich alle Abos. Moment, Schlomser ja, und Schlüsi sind keine seid ihr Geschwister? Schlüsi, Schlomser? Können wir das mal gerade klären? Ich hoffe so sehr, dass ihr keine Geschwister seid, ey. Ein Jahr, was zur Hölle? Ja, das habe ich mich auch letztens gefragt. Ich habe noch nie, Leute, noch nie hatte ich ein Jahr lang das gleiche Hobby. Ich habe einfach gesagt, ich fange jetzt an mit dem Stream. Und normalerweise ist es so, 4 Wochen, 5 Wochen, 2 Monate, dann ist es wieder vorbei. Mein Leben besteht nur aus Phasen. Ich kenne das mittlerweile. Aber, ey, ein Jahr, über ein Jahr. Schon weit über ein Jahr sind wir jetzt hier zusammen und machen Shit. Ist das nicht geil, Leute? Und Laila Lani Lani 1607. Dankeschön für deine Follow. Ah, Lita klammert sich immer noch an den Lurch. Danke an Justin für mein Geschenk-Abo. Diesen Idioten habe ich inzwischen gut unter Kontrolle. Wer ist denn Justin? Hast du noch einen weiteren Sklaven, der an Land gezogen, Christina? Was ist denn da los, ey? Herrin Christina und ihre Abo-Sklaven. Lurch! Lita, was ist... Lita und ihr Lurch, was ist denn da heute los, ey? Lurchi Lita wieder am Start.
Doch, einen habe ich selbst gezahlt, damit ich das Gründerabzeichen bekomme. Tja, so läuft das hier. Guck mal, Christina, du bist eine von den Ersten gewesen. Tatsächlich. Nicht schlecht. Und es wird für immer sichtbar sein. In deinem Tag, vor deinem Tag, mit der 1. Kann man das eigentlich wieder abgeben? Also wenn man jetzt aufhört zu abonnieren, ist es dann weg, wenn man das nächste Mal abonniert und dann kann es jemand anders die haben? Die Eule mit der Beule. Oh, Leute, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Endlich hat Dennis mal seine Hausaufgaben gemacht, ey. First Badge bleibt. Forever. Okay, alles klar. Ich brauche wohl eine neue PC-Maus. Wie kommst du denn darauf jetzt, Jay? Oh! Oh! Lita will ein eigenes Sound-Command. Lita, was willst du denn haben? Gib. Ja, was willst du denn? Wir können ja, gut, also der ist jetzt vielleicht nicht intelligent so im althergebrachten Sinne, ne? Aber der ist schon pfiffig, glaube ich. El Barto, bist du es? Barto, du bist mir doch schon gefollowed. Ja, Barto, ey. Ja, typisch, ne? Einfach wieder entfollowed, so weggesneakt. Und jetzt braucht er den Shit wieder, ey. Jetzt kann er nicht mehr ohne. Jetzt muss er wieder so reumütig zurückkommen. Ja. Ich nehm dich in meine fetten Arme. Komm her. Komm zurück. Komm, lass dich mal drücken, Barto. Schön, dass du da bist. Ja, Lita, ey, du musst nur sagen, was du haben willst, ne? Am Sonntag hast du das, kein Problem. Für dich lege ich eine extra Aufnahmesession ein morgen, ist doch klar. Du bist doch meine Twitch-Mutter. Lita ist meine Twitch-Mama. Sie macht auch wirklich die beste Spaghetti Bolognese. Da geht nichts drüber, ey. Tja, da hängt der Stream. Ja, das liegt aber an deinem Studentinnen-Internet, Christina. Da kann ich leider nichts für. Dream Daddy. War iRacing nicht auch so eine beliebte Racing-Sim? Ja, tatsächlich. Da muss man monatlich für zahlen. Und dann muss man für allen Shit auch noch zahlen. Ich glaube, das ist richtig teuer irgendwie. Da zahlt man irgendwie 15 Euro für ein Auto oder sowas. Ist noch schlimmer als Gran Turismo. Gran Turismo, die rudern jetzt gerade wieder kräftig zurück, ne? Mit jedem Patch wird einem quasi das Geld an den Kopf geworfen. Die haben sich ein bisschen verkalkuliert. Und alle haben sich furchtbar aufgeregt. Und jetzt müssen sie alles wieder anders machen. Tja, Leute. Katze und ich sind beste Freunde. Ich hab sie gern und sie hat mich gern. Nicht wahr, kleines Kätzchen? Ich habe heute für ganze 5 Minuten Celeste gespielt. Celeste ist eines der besten Plattformerspiele aller Zeiten, Leute. Tut es Moritz mal gleich und spielt mal 5 Minuten Celeste und dann einfach nochmal 5 Minuten hinterher. Das ist nämlich eins der geilsten Spiele der letzten Jahre, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Ich habe dich auch gern oder sogar noch mehr. Moment, mich? Was? Noch mehr? Jay. Jay, ich mag dich, aber nicht so. Nicht auf so eine Art, Jay. Ich mag dich nur als Freund. Lass uns Freunde bleiben, okay? Ich möchte das nicht gefährden, was wir haben. Und 300 Bits von Barto. Die 300 schuldigen Bits kommen hier rein. Dankeschön, Barto. Das ist sehr nett von dir. Was? Physik? Erstmal alle Commands ausprobieren. Lita rennt 24-7 mit einer Sonnenbrille rum. Ja. Lita hat auch so einen Leopardenfellmantel. Und Lita hat einen Gehstock, wo so ein verchromter Totenkopf drauf ist. Den hat sie Tico geklaut. Tico wollte sich eigentlich wehren, aber für Lita ist nicht mal Tico krass genug. Ausrufezeichen. Ich lebe in Berlin, quasi im Ghetto. Was erwartest du? Genau das, Lita. Und hör niemals auf, Gangster zu sein. Dab, peinlich Dab. Ich bin Vegetarierin, ich esse kein Katzenfutter. Gibt es nicht aber vegetarisches Katzenfutter? Es gibt doch jeden Quatsch heutzutage, oder? Ich wette, es gibt vegetarisches Katzenfutter, hundertprozentig. Es gibt sogar veganes Katzenfutter. Bin ich mir ziemlich sicher. Boah! Ich hab extra Das riecht nicht, als wäre es essbar. Das ist ja katastrophal. Ich habe mit allem gerechnet, ne? Aber das ist echt... Boah, Junge, ey. Ich habe heute mal ganz unten ins Regal gegriffen. Ich habe euch ja letztens erzählt von diesen Maisflips, die einfach nichts wiegen. Diese ganze Packung, dieser Kubikkilometer Flips, der
wiegt ungefähr 85 Gramm. Steht hinten drauf. 85 Gramm, da seht ihr es. Und wenn man die in den Mund steckt, dann verschwinden die einfach. Buah. Ih, das ist echt super ekelig. Das riecht so scheiße, ne? Das schmeckt auch so scheiße. Das kann ich mal zeigen. Hä? 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 Ich schluck nicht runter. Ah. Ah. Seht ihr? Komplett weg. Die schmelzen einfach im Mund. Wie sich Dennis Lob von... Hey Leute, ratet mal, was ich gerade esse und wie die Pizza belegt ist. Wie sich Dennis Lob von Christina abholt, indem er kackfrech die Sounds austauscht. Ja, man sieht bei ihm jeden Pickel. Hey Leute, ratet mal, was ich gerade esse und wie die Pizza belegt ist. Ja. Boah, nee. Das ist ja furchtbar. Das schmeckt so scheiße. Warum riecht denn das so komisch? Das riecht voll nach Plastik. Oh. Schon armselig? Ich find's witzig, ehrlich gesagt. Hm, warte, was? Ich habe keinen Emote bekommen. Sweet Home Alabama, wo Schlüsi und Schlomsa am Strand wohnen. Auf Rügen, in Rügen. Phasen sind was Feines. Hm. Sorry, ich höre sofort auf. Aber... Das ist so, kennt ihr das? Wenn Sachen super eklig sind, aber die sind so faszinierend, dass ihr einfach trotzdem weiter essen müsst? Hm. Wenn man eine Challenge machen würde, wie viele Flips davon passen gleichzeitig in meinen Mund, lautet die Antwort, egal wie viele Flips man hat, immer alle. Ich könnte jetzt alle in meinen Mund stecken, ohne einmal zu schlucken. Werde ich 10 Giftzaps. Das wäre bestimmt eine halbe Stunde Content, wenn wir das jetzt machen würden. Nur weil wir auf einer Insel wohnen, heißt es nicht, dass wir Geschwister sind. Naja, ihr könnt ja ein Geschwister-Hentai-Roleplay machen. Alter, ey, was ist eigentlich mit euch los heute? Das ging gerade schon bei Serbion so rund im Stream. Das Katzenfutter sieht gar nicht so übel aus. Halt die Klappe und mach Platz am Napf. Wir haben ja auch immerhin schon wieder den 8. Leute, es ist der 8.4. Das Jahr ist fast schon wieder rum. Die Weihnachtsmänner stehen schon wieder in den Supermärktregalen, ey. Ich glaube, ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen heute Abend. Entschuldigung. So, was ich verstehe noch. First Batch bleibt. Forever. Das hatten wir. Oh Gott, ich muss ein bisschen aufholen. Das ist super lange her einfach. Alter. Was ist denn Alter? Okay, okay. Alle checken erstmal ab, was geht. Wie lange sie hier schon folgen. Die Frage des Tages lautet, warum tust du dir das an? Tja. Schlüsi has been following net gemeint for 10 months, 16 days and 5 hours. Weil Baum, Lurk, Golfen. Oh, Moment, wollen wir gleich golfen? Wir können heute Abend irgendwie so ein Community-Shit machen von mir aus. Wir können Mario Kart spielen oder so. Oder von mir aus können wir auch Golf wie so Friends spielen. Ist mir scheißegal. So, ich mache mich mal Bett fertig. Bis er hier angekommen ist, bin ich bestimmt fertig mit Zähneputzen und er sagt gute Nacht. Gute Nacht, Yashi. Nein, ganz sicher nicht. Warum nicht? Yashi muss voll früh ins Bett, was geht ab? Aber Yashi, du musst doch morgen gar nicht arbeiten. Gehst du einfach wieder so früh ins Bett, um morgen einkaufen zu gehen? Was ist denn da eigentlich los? Nicht spammen! Wer spammt denn? Ich habe keinen Spam gesehen. Gute Nächte wünsche ich dir, Yashi Abdul Achan. Sehr schön.
Tu mir den Gefallen und bleib Gangster. Ich versuch's. Wie hoch ist der Daddy-Cooldown? Keine Ahnung. Probier's doch einfach mal aus. Also ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht. Also scheinbar weniger als 10 Minuten. Die sehen halt auch richtig eklig aus. Naja, es gibt die. Es gibt die auch in lecker. Also dann sind die so ganz knallorange. So richtig unnatürlich orange. Und die sind auch härter. Weil die sind, haben eher die Konsistenz von Marshmallows. Die sind ganz weich. Ich habe die früher im Urlaub immer gegessen, aber da waren die hart und orange. Ja, ekelhaft. Die normalen nur mit Salz sind lecker. Okay, von welcher Firma denn? Kannst du mir welche empfehlen? Wieso kaufst du dir die, wenn du sie eh nicht magst? Ja, woher soll ich das denn wissen, Moritz? Ich dachte halt, dass ich die mag. Ich wusste nicht, dass die ekelig sind. Das schmeckt so scheiße, steckt sich weiter in den Mund. Ja. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, Lita. Erste Chatnachricht eines Zuschauers. Gibt's auch ohne Geschmack für Kinder. Die armen Kinder, ey. Ist die Musik nicht vielleicht ein bisschen zu chillig? Müssen wir nicht vielleicht mal ein, zwei Gänge hochdrehen? Was sagt ihr? Ich sage ja. Okay, Moment, Moment. Wir haben es gleich. So ist besser. Hör doch auf, dir so viele in den Mund zu stecken! Alles klar, ich höre schon auf. Ich muss die dann aber wegtun. Ich kann die nicht hier stehen lassen. Weil dann werde ich immer wieder rangehen. Ich kenne mich doch. Ja, super. Das hat ja super geklappt. Guck mal, wie gut ich die zugemacht habe, die Tüte. Auf Rügen war schon richtig. Nee, nee, nee. Auf Rügen würde ja implizieren, dass es sich um eine Insel handelt. Das ist ja Unfug. Ist das wirklich der Content, den du bringen willst? Dann los. Irgendwann im Laufe des Abends stecke ich mir die ganze Tüte Flips in den Mund. Kein Problem. Nein, mach nicht. Und vielleicht machen wir eine Abstimmung, ob ich es machen soll oder nicht. Jetzt muss ich Toast essen, weil immer noch keine Pizza gekommen ist. Hast du denn eine bestellt? Oder hast du dir einfach gewünscht, dass eine Pizza kommt? Weil dann musst du dich enttäuschen. Das funktioniert so nicht. Die wird wahrscheinlich nicht ankommen, wenn du sie nicht bestellst vorher. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Okay. Spiel Breath of the Wild, auf gar keinen Fall. Wollte ich nicht für 5 Minuten weggehen? Ja, hattest du eigentlich gesagt. Jetzt gehe ich. Okay, tschüss. 259 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten bis Weihnachten. Das ist ja noch eine ganze Weile. Dann müssen wir ja noch nicht... Hallo Katze. Hallo. Dann müssen wir ja noch keine Geschenke kaufen gehen. Ich habe ganz fest an eine Pizza gedacht. Und? Wie oft hat das schon funktioniert in deinem Leben? Oh, Leute. Oh. Jetzt erstmal runterkommen. Was habt ihr geplant am Wochenende? Hm? Wisst ihr, was ist am Wochenende? Es ist Formel 1. Die fahren in Australien. Ist das nicht abgefahren? Da gibt es Zeitunterschied. Deswegen ist das Qualifying morgen um 8 Uhr morgens. Muss ich ganz früh aufstehen. Ja, also so toll ist Physik jetzt auch wieder nicht. Und das Rennen am Sonntag fängt um 7 Uhr morgens an. Christina, wie kannst du denn sowas sagen zur Physik? Das ist ja unfassbar, wirklich. Ich befürchte auch, dass dieses Wochenende Kaffee und Augenringe einfach ausfallen wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber stellt euch schon mal drauf ein, weint euch schon mal in den Schlaf. Kaffee und Augenringe wird dieses Wochenende wahrscheinlich nicht stattfinden können. Das tut mir furchtbar leid. Aber manchmal ist das einfach so im Leben. Wir waren relativ konstant die letzten Wochen und Monate. Der letzte Stream-Ausfall, wann war der? Irgendwann im Januar oder so? Dezember? Ende letzten Jahres, da sind ein paar Streams ausgefallen. Das musste ich mir noch Wochen danach anhören. Aber seitdem, alles easy, funktioniert. Aber dieses Wochenende muss einer ausfallen. Wir werden jetzt
Kirby and the Forgotten Land spielen, weil das nämlich immer noch ein fantastisches Spiel ist. Und ich bin mal gespannt, ob wir heute bis zum nächsten Endboss kommen. Ich versuche das mal alles zum Laufen zu kriegen hier. Dann können wir auch direkt starten. Oh! Nee, Autos, die im Kreis fahren, das sehe ich garantiert nicht in der Früh. Die fahren nicht im Kreis. Das sind ja keine Kreise, auf denen die fahren. Das sind ja Kurven. Also das ist ja nicht nur ein Kreis, verstehst du? Systemupdate. Der Vorgang wird nicht lange dauern. Okay, dann mache ich das jetzt. Okay, ich bin wieder anwesend. Hallo Moritz. Lailani, was hast du denn gegen Kreise? Ist doch gar kein Problem. Hatten wir noch irgendwelche Sounds? Nee, wir hatten jetzt Dream Daddy. Wir hatten die Eule mit der Beule. Und wir hatten Christinas neue Sounds. Dann haben wir alles. Die Eule mit der Beule. Au, 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 au. Am Kopf ist sie genau. Hast du vielleicht Lust, deine Szene umzustellen? Na klar. Kirby ballern? Ja, machen wir. Ich glaube, wir mussten das ein bisschen leiser machen, ne? Genau. Okay. Also wir haben einige Level noch in diesem Spiel. Und vor allem haben wir noch einige Level, die noch nicht komplettiert sind. Was will der Typ uns schon wieder sagen hier? Die Waddledees haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Kaum zu glauben, dass sie die Stadt so schnell aufgebaut haben. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht glauben, weil die sehen aus wie ein paar Lazy Fucks, ey. Die hängen den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Hallo. Ich habe nur keinen von denen arbeiten sehen. 155. Bin ich mal gespannt, was hier entsteht. Wahrscheinlich ein Parkhaus. Okay. Ich brauche auf jeden Fall krassere Waffen. Und ich brauche auf jeden Fall noch so ein paar Maisflips. Die schmecken so ungesund, ey. Wusstest du schon, dass du einen Spezialpower einfach mit Y einsaugen kannst? Mhm. Was nehmen wir denn mit? Was ist das denn nochmal? Oh, das war das Falsche. Wollte ich gar nicht. Wollte das haben. Nee, wirf das mal weg. Sieht auch sehr ungesund aus, wie du sie isst. Ja, das liegt aber daran, dass ich einfach ein ekliges Schwein bin. Schlomser. So. Los geht's. Wupp. Auf ins Abenteuer. Oh nee, wir sind in der Eiswelt, ne? Das ist ja furchtbar. Ich hasse Eiswelten. Boah, Alter, ist das spannend. Na, noch nicht. Also Eiswelten hasse ich fast so sehr wie Unterwasserwelten. Was? Panaboss Bambusmampfer ist im dritten Monat. Panaboss, was geht ab? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du einschaltest. Du kommst gerade rechtzeitig für unseren ersten Level in Kirby. Dein Freitagsformat heißt also Friday of Love. Ist das nicht etwas unkreativ? Wir brauchen einen anderen Namen. Freitags, Spaßrunde. Wow. Okay. Ja, wir können ja mal einen Namen brainstormen von mir aus. Friday. Wieso ist Fridays of Love unkreativ? Das verstehe ich nicht so richtig. Was ist das? What? Was war das denn? Moment, was ist gerade passiert? War das das, was ich aufgesammelt habe, oder war das das, was ich auf dem Kopf hatte? Ich bin so verwirrt. Was zum Bums? Ja, genau. Ich habe keine Ahnung. Wow. Hallöchen, mir geht's super. Und selbst? Oh ja, es könnte wesentlich schlechter sein. Wir haben jetzt erstmal Wochenende, Leute. Außer natürlich Schlomsa. Wir haben alle Wochenende, wir können alle unsere Basis chillen. Nur Schlomsa halt nicht.
Erfriere! Wir müssen übrigens mal über Manta Manta 2 unterhalten. Warum das? Moment, was? Wir machen den in unserem... Ach so, du meinst in unserem großen Till Schweiger-Podcast oder was? Ja klar, können wir gerne machen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Flauschi! Applaus für Flauschi. Was geht ab, Flauschi? Alles fresh bei dir? Was machen die Kids? Also das eine. Das eine, was du zu Hause hast, meine ich. Benimmt er sich? Hat er schon irgendwelche Tricks gelernt? Kann er schon irgendwas? Ab wann können Kinder was? Ich hab einen Cousin. 9? Nee. Neffen, sorry. Ist nicht mein Cousin, ist mein Neffe. Mein erster Neffe. Und Sabrina erzählt immer ganz stolz, was er jetzt schon alles kann. Am Anfang war es dann, der kann jetzt lachen. Und jetzt kriegt er Zähne. Und jetzt erzählt Sabrina immer, wo er neue Zähne gekriegt hat. Ich wusste überhaupt nicht, dass Kinder so früh Zähne kriegen. Hättest du mich gefragt, wann Kinder Zähne kriegen, hätte ich gesagt, vielleicht mit 3 oder so. Aber der ist erst mal ein paar Monate alt. Kinder scheinen einfach super schnell Zähne zu kriegen. Das sind echte News für mich. Ich kann mich nämlich überhaupt nicht mehr erinnern, wann ich meine Zähne bekommen habe. Warum ist denn das alles so rutschig hier? Deswegen hasse ich einfach Eislevel. Das ist eine Katastrophe einfach. Da kann ich bestimmt drüber. Komm schon. Das ist eine Unverschämtheit, dass hier kein Geheimgang ist. Das ist eine richtige Unverschämtheit. Nein! Ach, come on, ey. So. Ich habe Frühschicht übrigens. Ugh. Schlumser, ey. Du tust mir jedes Wochenende aufs Neue leid. Oh Gott, das habe ich auch gehört. Kommt der wirklich raus? Moment. Manta Manta 2, den gibt es doch schon lange. Es gab doch 2 Manta Manta Filme, oder? Nee. Oder hieß der erste Manta und der zweite hieß Manta Manta? Moment, was? Oh, bitte kein Manta Manta, keinen neuen Teil von Manta Manta mit Til Schweiger. Ey, bitte nicht einfach. Bitte nicht. Oh, bitte einfach nicht, ey. Leute, ey. Lasst es doch einfach mal gut sein. Das ist doch in Ordnung. Man muss nicht alles fortführen, wirklich. Na, hast du noch nicht mitbekommen, dass die eine Fortsetzung von dem deutschen Fast and the Furious drehen wollen? Til Schweiger in der Regie und in der Hauptrolle. Oh. Oh Mensch, Uschi, jetzt warte doch mal! Mensch. Das ist total unfair! Manta, Manta, ey. Okay, Gewitter bei mir. Krass, wirklich? Bei uns war heute okayes Wetter tatsächlich mal. Zur Abwechslung. Wir hatten heute Morgen Regen und dann hatten wir zwischenzeitlich ein bisschen Sonne und dann hatten wir aber wieder Regen. Das ist gar nicht so übel. Das könnte schlechter sein. Um 4:30 klingelt der Wecker und danke fürs Mitleid. Bäh, Schlomser, ey. Ekelhaft, wirklich. Bist eine arme Sau, kann man nicht anders sagen. Um 4:30! An einem Samstag! Da stehe ja noch nicht mal ich auf. Obwohl ich morgen früh Qualifying gucken will. Ich habe jetzt mein eigenes Büro in der Uni. Und einen Schlüssel für das Physikgebäude. Was? Du hast ein eigenes Büro? Bist du jetzt Professorin einfach? Wen hast du bestochen, Christina? Was ist da los? Wieso hast du ein Büro? Kriegt jeder in der Uni einfach ein Büro? Ab einem gewissen Punkt? Ab dem 2. Semester? Oder ist das sowas, dass Christina nicht wirklich studiert, sondern Christina ist halt so eine besondere Studentin. So, und eigentlich ist sie halt nur so da und ab und zu fegt die dann mal und die freut sich dann halt, dass sie da bei den Leuten sein kann. Aber die studiert nicht wirklich. Aber die anderen erzählen ihr das natürlich. Vielleicht sowas? Nein, es bekommt nicht jeder ein Büro. Moment, was? Ja, der eine Prof musste für mich ausziehen. Oh Gott, ich dachte... Okay. Gott sei Dank hast du das geschrieben. Ich dachte schon, da steht was anderes.
Na, ihr Hübschen, alles schick bei euch? Ja, ich bin Gott sei Dank noch negativ. Mal sehen, wie lange noch. Also, es wundert mich wirklich jeden Tag aufs Neue, dass ich einfach nichts kriege. Es ist unfassbar. Ich scheine immun zu sein. Vielleicht liegt das daran, dass ich mich so unglaublich gesund ernähre immer. Berti und Uschi. Und Sonntag auch, aber was soll ich machen? Kündigen. Schlomser. Du kannst doch beim Strand, beim Strandkorbverleih anfangen. Da muss man am Wochenende nicht arbeiten. Es weiß jeder, dass am Wochenende niemand Strandkörbe leiht. Was zum? Was meinst du denn? Flauschbärt benimmt sich und schläft. Die anderen zwei Flauschbälle machen nur Quatsch. Flauschbärt kann auch noch herzlich lachen, wenn man mit ihm Quatsch macht. Ja, Kinder sind aber auch echt super einfach zu beeindrucken. Das ist überhaupt nicht schwer, Kinder zum Lachen zu bringen, weil die kennen ja den ganzen witzigen Shit noch nicht. Die haben ja noch nicht ein Stand-Up-Special von Ricky Gervais oder so geguckt. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Wer? Amst! Was geht ab, Amst? Amst, du bist mittlerweile richtig Stammgast hier, ey. Freut mich. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Oh! Oh! Und Moritz, das ist übrigens verboten, was du da jetzt gerade gemacht hast. Wollte ich nur einmal kurz anmerken. Wenn man schon etwas geschrieben hat vorher, darf man nicht mehr Hallo schreiben, ne? Weißt du aber eigentlich. Christina, habt da mal ein Auge drauf. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Schlüsi? Also ich rieche da mehrere Timeouts gerade. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Panda? Panda, ich will jetzt nichts sagen oder so, ne? Ich meine, bist ja okay und so, aber kannst du mal ein bisschen aufpassen, Junge? Aber ich will jetzt nicht... Ich sag jetzt nicht, dass ich mit Gewalt drohe, aber... Aufs Maul. Halt. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, also ich bin jetzt da. Okay, Chris, das ist erlaubt, weil du hast tatsächlich vorher noch nichts geschrieben. Chris ist der Einzige, der sich benehmen kann hier. Ich habe im Büro eine Downloadgeschwindigkeit von über 750 Megabit die Sekunde. What the fuck, Alter? Das ist ja eine ganz andere Welt plötzlich, in der du dich befindest. Warum hast du ein Büro, Christina? Erzähl. Ich weiß das doch nicht. Bei Serbien hast du das bestimmt schon wieder alles erzählt. Und hier wird dann nur so halbherzig gedroppt, dass du ein neues Büro hast. Aber warum und was dahinter steckt, das erfahre ich natürlich wieder nicht. Das ist ja alles immer nur... Das ist ja immer alles nur den coolen Leuten vorbehalten. Die coolen neuen Infos. Weil Serbien einfach auch 24/7 streamt. Muss man ja auch mal sagen. Ich bin ja nicht so oft da. Der ganze geile Klatsch und Tratsch, der findet immer nur bei Serbi statt. Finde ich auch scheiße irgendwie. Was sind das für Okay. Ich sollte vielleicht ein bisschen Energie sammeln. Das ist gut, dass ich das gefunden habe. Weil wir machen ja No Death Run. Das wäre jetzt ganz schön schlecht gewesen. Mädel, Junge! Ja. Ich bin gespannt, Schlomser. Blöd ist nur, dass sich mein Freund nun nicht mal mehr um Flauschbärt kümmern kann. Warum? Ach so, mein Freund hat Corona, deswegen mal sehen, wie lange noch negativ. Ah. Wer bezahlt dann meinen Lohn? Ich glaube, am Wochenende ist am meisten los. Oh, ich habe gerade ein bisschen was überlesen, merke ich gerade. Ja, ey, du kannst doch irgendwie, ich habe mal so ein Video auf YouTube gesehen, wie man ganz leicht den Strandgästen die Portemonnaies aus den Taschen klauen kann. Ich kann ja mal den Link raussuchen. Also nicht, dass ich dich dazu anstiften will. Ich sage nur... Naja. Jeder muss für sich selber sorgen. Schlomser. Zack. Easy, Schneezy. Lemon Popeasy. Komm her. Was?
Einer ist hier noch. Nein, noch mehr. Ey, Leute, kann mir noch einer per Express irgendwie so ein Kilo Mehl zukommen lassen? Zum Morgen? Wir wollen natürlich wie immer samstags Pizza machen. Aber ich bin echt nicht optimistisch. Ich war heute nach der Arbeit einkaufen. Ich habe vergessen nachzuschauen, ob es Mehl gab. Verdammt, ey. Was ist, wenn wir morgen einkaufen gehen und wir finden kein Mehl? Das ist relativ wahrscheinlich, ne? Ich kann nicht... Oh, fuck, ey. Ich kann nicht samstags ohne Pizza. Da müssen wir Tiefkühlpizza essen. Vielleicht kriegen wir noch so eine Dr. Oetker Fischstäbchen-Pizza. Ich weiß nicht, was der ganze Hype um die Dr. Oetker Fischstäbchen-Pizza soll. Keine Ahnung. Es ist eigentlich eine Spinatpizza mit 6 Fischstäbchen drauf. Kann man sich auch selber basteln. Dauert irgendwie 5 Minuten. Ist nicht mal viel mehr Arbeit. Aber, ja. War scheinbar super wichtig, dass sie das auf den Markt bringen. Weil, wegen Twitter und so. Chris, du warst schon immer ein Vorbild für mich. Wow! Weil ich meine Bachelorarbeit schreibe. Nicht mal die Masterarbeit? Oh, Christina, ey. Wie lange willst du das denn jetzt noch alles machen mit dem Studieren? Das ist ja furchtbar. Dann bist du ja noch nicht mal zur Hälfte fertig. Das ist ja katastrophal. Wann willst du denn mal eigenes Geld verdienen, Christina? Wann willst du dich denn endlich mal an das Pommes-Problem machen, hä? Einfach noch 5 weitere Jahre vom Taschengeld der Eltern leben. Das ist aber auch echt deprimierend. Gott sei Dank kriegst du mal Care-Pakete von uns. Ansonsten sähe das Ganze echt düster aus, glaube ich. Muss man jetzt alles hier wegnageln, oder wie? Überall die Dinger reinwensen, ey. Scheiße. Oh, oh, oh. Danke, Schlomser. Er wurde nachts schon ins Wohnzimmer ausquartiert. Hallo, Chris, Schlüsi, Mogli, aber auch die anderen. Und geblendet. Geblendet? Schlüsi habe ich getimeoutet. Und geblendet. Nee, was? Wer blendet hier wen? Seid mal nicht so verrückt, okay? Wie geht's dir eigentlich? Geht die Frage an mich? Oh, ist das eine geheime Area? Also mir geht's sehr gut heute. Nur das Übliche. Man hat sich ja langsam an die Apokalypse gewöhnt. Und was will man machen? Man muss ja einfach damit klarkommen so. Also bis auf Apokalypse ist alles easy. Jetzt geht's aber ab hier. Okay, nur das Eis können wir nicht. Nur die Physik können wir nicht täuschen. Selbst im Superstatus rutschen wir noch auf dem Eis. Die Physik ist einfach nicht zu betrügen. Alles ist Physik. Physik ist Leben. Physik ist Liebe. Scheiße, wir haben die ersten beiden verpasst einfach. Wow. Okay. Super scheiße. Noch mindestens 2,5 Jahre. Doch, ich bin zur Hälfte fertig. Der Master geht nur 2 Jahre. Ah ja, ich wäre schon 10-mal verhungert. Ich bräuchte mal wieder das nächste. Okay, wer ist eigentlich dran mit Christina Care-Paket schicken? Ich glaube... Flauschi, oder? Oder Ernst? Wer hat zuletzt? Boah, die stinken so, ey. Flauschi, es wird langsam, aber sicher. Ich mache immer noch Physio. Ist ziemlich anstrengend gerade, was das Koordinations- und Konzentrationstraining angeht. Aber meine Physiotherapeutin ist geduldig und meine Chefs auch. Moment, was? Schlomser, was ist los? Das sind aber nicht noch die Nachwirkungen von Roni, oder? Und Flauschi sagt, mich nervt die Apokalypse. Ins Rewe kann man gar nicht mehr gehen. Die Joghurts werden nur noch achtlos in die Kühlregale geschmissen.
Flauschi, solange das dein Problem ist, ist die Apokalypse echt noch zu ertragen. Also zuletzt war Claudi. Ja, dann ist jetzt tatsächlich Amps dran. Der nächste ist Serbion. Also Flauschi, Serbion, Jay, Schlomsa, Schlüsi. Tapecover, der Spielzwerg. Post-Covid immer noch. Ach du Scheiße, ey. Willst du mich verarschen, Schlomsa? Das ist aber gar nicht gut. Oh Mann, ey. Und du musst am Wochenende arbeiten. Schlomsa ist wirklich offiziell heute die ärmste Sau im ganzen Stream. Ich habe die Adresse von Christina nicht. Aber alle anderen. Das ist nicht schwer. Muss mal Jay fragen. Oder du musst Jay anrufen und sein Handy orten. Batz, batz, batz. Oh, kann ich den? Nee, kann ich nicht. Ey, 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 ey! Och nö. Super zermanscht einfach. Krass, okay. Gott sei Dank liegt hier Sushi. Hallo. Dr. Schneemann. Kleiner Schneemann. Unfug denkt man sich nicht aus. Unfug wird von ganz allein. Ich musste gestern sehr lachen, oder vorgestern, als ich das Zitat gelesen habe. Aus, na, wer kennt es? Michel von Lönneberger, genau. Was war eure Lieblingsfolge von Michel von Lönneberger? Die an Weihnachten im Altenheim mit den ganzen gruseligen alten Leuten im Armenhaus? Oder das, wo er beim Sommerfest die ganzen Würste aus dem Schuppen geklaut hat? War auch nicht schlecht. Das war schon eine andere Zeit, ne? Das war alles so ein bisschen gruselig und ekelig. Aber auf jeden Fall solide Filme. Kann man immer noch gut gucken. Die 69. Was? Also ich habe wieder den... Also ich habe wieder den Opferstatus. Aber das kann sich ja lange ziehen. Ein halbes Jahr. Wenn nicht noch länger. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auf der Stelle einschlafe. Ach, dass ich mehr auf der Stelle einschlafe, wenn ich auf dem Sofa sitze. Ach du Kacke, ey. Ah, das hört sich alles nicht so geil an, ey. Schlomsa. Und dann wohnst du auch noch in Rügen. Das ist echt nicht einfach. Oh Gott, ey. Schlomsa schon wieder richtig im Opfermodus hier. Das ist einfach deine Rolle, ne? Aus, als Klein Ida auch mal Unfug machen wollte. Von Astrid Lindgren. Auf! Deine Mutter auf, ey. Ich werde das niemals akzeptieren. Selbst Michael Wendler, Attila Hildmann und Xavier Naidoo haben mir recht gegeben schon auf Telegram. Die Rügenverschwörung. Was die Eliten uns nicht sagen. Ach du Scheiße. Wie komme ich denn da rüber? Rügenwalder, wie das duftet kräftig. Oh, ich habe wieder den Bleistiftmodus. Ach so, da fliegt noch ein Bleistift raus. Das ist die Superpower jetzt, oder was? Christina hat was in Discord geschickt. Was ist da los? Christina, was ist das? Muss ich mir das angucken? Ist das wichtig? Also ich meine, deine Rügen ist eine Insel, aber besonders inselig finde ich die auch nicht. Siehst, seht ihr? Moritz ist auf meiner Seite. Moritz kennt sich aus mit der Welt und so und Stuff. Oh, okay. Gusto, die schmecken. Das Original.
Okay, dann muss ich die mal ausprobieren, wenn ich die finde. Alter, Christina hat jetzt das schnellste Internet von uns allen. Das ist ja unfassbar. Auf jeden, Digga! Oh Gott. Christina ist noch peinlicher als ich, wenn sie versucht, cool zu sein. Ganz, ganz, ganz mega cringe, ey. Achtung, heiß! Nutzt die Kraft des Feuers, um Lunden anzuzünden, Hindernisse zu verbrennen oder Gegner anzukokeln. Renne, springe und greife dann als Feuerball an. Klasse. Achtung, Rabüffel im Anmarsch! Stürmt er auf dich zu, siehst du mit schwachen Angriffen alt gegen ihn aus. Nur gut, dass er das Bremsen nicht so drauf hat. Mit etwas Geschick kannst du ihn ja vielleicht in der Nähe einer Klippe locken. Keine Sorge, so ein Sturz übersteht ein zäher Brocken wie er bestimmt. Ich will aber, dass er stirbt. Auf jeden, Digga! Sprichst du mit deinen Mitschülern auch so, Christina? Wenn ihr Hausaufgaben macht zusammen? Vielleicht lebt Christina ein Doppelleben einfach. Bestimmt heißt nicht, dass er es überlebt, Dennis. Oh nein, nicht nochmal. Das heißt Kommiliton. Nein, das heißt Mitschüler und ihr macht Hausaufgaben. Weil ich das so will, Christina. Okay, wir haben wieder ein Skill-Level. Ich bin gespannt, wir haben 45 Sekunden Zeit. Sie wollten es nur kindgerecht schreiben. Ach so. Du meinst, das ist so die Nummer von wegen, der Büffel ist jetzt auf dem Bauernhof. Das sieht nicht gut aus. Oh! Nee! Oh, das ist schon jetzt viel zu lang. Schaffe ich nicht. Ach, das war kacke. Wir müssen mehr als 8 Sekunden runter. Ich muss mal gerade die Flips wegbringen. Das ist so ekelhaft. Ich kann aber nicht aufhören, die zu essen. Ich muss die jetzt wegbringen. Kein Moment. OMG, ich habe gerade aus Versehen an den Nägeln gekaut. Wow, Dennis, ganz toll. Den Slow Clap spare ich mir jetzt mal, oder? Captain, ich hab da einen rosa Schlüpper auf dem Radar. Oh mein Gott, fahren Sie die Schilde hoch!
Daddy. A dream, Daddy. Yeah, endlich wieder Stuhl-TV. Ekelhaft, aber stopft sich die rein ohne Ende. Ja, es geht halt nicht anders. Ihr versteht das nicht. Es hat gar nichts damit zu tun, ob mir das schmeckt. Es ist da, es ist essbar, es wird vernichtet. Weiterhin gute Besserung, Schlomser, ja genau. Mal abgesehen von den ganzen Gags, möchte ich das natürlich auch sagen. Gute Besserung, Schlomser. Ich hoffe, dass du das bald in den Griff kriegst. Das hört sich nämlich nicht so geil an, ehrlich gesagt. Sorry, ich muss die ganze Zeit so in meinem Gesicht rumpacken. Ich weiß, es ist mega ekelig. Ich höre auch gleich auf mit den Dead Noises. So. Schlüpper, Applaus, Applaus. Daddy, was passiert hier? Ach, Lita, wenn ich das mal wüsste. Was gibt's jetzt zum Stopfen? Ach so, genau. Der nächste Versuch. Es sind Robstchips. Das nächste Segment dieser Sendung wird Ihnen präsentiert von Robstchips. Wie sie sein sollten. Extra würzig, super knusprig. Sour Cream Geschmack. Okay. Die Alte hatte sich noch nie im Griff. Wen meinst du jetzt? Boah, guck mal hier, ey. Social Eating ist das. Freitagsabend ist jetzt einfach immer nur Social Eating. Oder, naja, dass das Social ist. Wir sind dabei und versuchen es in den Griff zu bekommen. Deswegen ja Physio und so. Sehr gut. Wieso kannst du nicht mehr unter Leute gehen? Damit du dich nicht nochmal ansteckst? Schlüssi, Alter, gleich eine Kopfnuss. Sour Cream Geschmack. Oh. Oh, die sind ganz schön gut. Oh. Das ist mal was ganz was anderes als das, als diese ekeligen Dinger vorhin. Wow. 533 Kalorien in 100 Gramm. Kilokalorien, Entschuldigung. Das ist ja normal heutzutage, dass diese Chipstüten einfach so mit irgendeinem Zeug, mit Gas vollgepumpt sind. Aber nur zu einem Drittel gefüllt. Das ist richtig fake einfach. Das ist Content am Limit hier. Krass. Also, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr gut. Okay, Schluss. Da sind bestimmt genau 69 Chips drin. Ich habe neulich richtig gute Chips entdeckt, aber den Namen schon wieder vergessen. Wichtig ist, dass du weißt, wie die Verpackung aussieht. Ich auch, aber ich habe schon Zähne geputzt und liege im Bett. Da darf man das nicht mehr. Wenn du wüsstest, Flauschi, was man alles darf, wenn man erwachsen ist, ne? Es gibt echt nur wenige Dinge, die man nicht darf. Als ich das rausgefunden habe, ne? Da war echt die Hölle los. Ich glaube, es war irgendwas mit Drache. Dragon. Keine Ahnung. Keine Ahnung, hab auch keinen Gag. Flauschi, also überfüllte Plätze
und so weiter werden weitläufig umgangen. Busfahren ist eine Qual. Oh Gott. Ich bin ein richtiger Dream Daddy. Irgendwann mal. Oh Mann, ey. Oh. Captain, ich hab da einen rosa Schlüpper auf dem Radar. Schlägt für Gott, fahren Sie die Schilde hoch. Das eine. Die anderen beiden schlagen für Christina natürlich. Warum eigentlich immer gleichzeitig? Das habt ihr raus, ne? Boah, ey. Also wenn er was macht, dann macht das aber auch richtig, oder? Ja? Krass. Krass. Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Genie ist, aber ich glaube, Moritz ist schon... Hey, Leute, ratet mal, was ich gerade esse und wie die Pizza belegt ist. Das war ja noch dümmer als der andere Typ da. Ach, Leute, ey. Okay. Diesmal muss ich es schaffen, einfach. Aber nicht so. Hoch, seit dieser Vollidiot komplett in mich verknallt ist, habe ich im Grunde zwei Tiere, um die ich mich kümmern muss. Vielleicht muss ich nur da mich verbuddeln. Oh, fuck! Oh, wo es nicht anders wie geht. Romantisch. Scheiße, ey. Nee! Komm schon. Das war nicht besser als gerade. Nee, tatsächlich gar nicht besser, es war schlechter. Was reimt sich auf Twilight? Mein Beileid. Naja, und natürlich Geilheit. Hat jemand Tentakel gesagt? Ah, wie schaffen wir das denn jetzt? Wo ist der Trick? Gibt's irgendeinen Trick? Wahrscheinlich, ne? Es gibt immer einen Trick. Ich bin gar nicht am Heulen. Ihr heult. Nee, du heulst, Christina. Vor Glück, weil du so schnelles Internet hast. Okay. Kann man jetzt cheaten? Komm schon. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Und? Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Wow. Einfach nur wow. Fail? Ja. Aber nur ganz knapp. Unfassbare Action, Alter. Nein, ich glaube nicht. Alter. Okay. Wo haben wir die Zeit verloren? Scheiße. Na egal, wir versuchen es nochmal. Wir schaffen das. Ihr müsst jetzt nur an mich glauben, okay? Einmal ganz fest an mich glauben. Entschuldigung. Ich weiß, wo ich die Zeit sparen kann. Genau da war die Zeit, nämlich jetzt gerade. Warum ich mir den angucke? Naja, da fühlt man sich so schön überlegen. Du musst schneller! Da war die Zeit auch. Jetzt habe ich sie wahrscheinlich wieder verloren. Oh Leute, es ist einfach richtig spannend gerade. Oh ja, das wird's, das wird's. Ich glaube, das wird's. Ich bin gerade richtig gut. Oh nein, alles wieder verkackt. Ja, das war's, das war's. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber irgendwie habe ich mir da mehr erwartet. Nee, 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 wir haben es ja geschafft. Guck mal, 43-16, easy. First try. Fast, also fast. Okay. Einigen wir uns auf First Try. GG! Dankeschön. Danke. Wirklich.
Danke. Hey, dankeschön. Wow, das hast du ganz schön gut gemacht. Ja. Danke, Christina. Keine Verachtung? Warum eigentlich keine Verachtung, Christina? Und wieso kann ich das noch nicht öffnen? Und die Spezialpower-Bombenkette. Ah, da müssen wir das erst upgraden, ne? Mhm. Verstehe. Okay. Wow, das ist wirklich der beste Stream, den ich jemals gesehen habe. Danke. Ich habe auch viel trainiert extra vorher. Sprechen zum Beispiel. Richtig hart sprechen trainiert die ganze Woche. Oh, Schwertprüfung. Boah, ist der blöd, ey. Was soll das denn schon wieder heißen? Okay, okay. Guck mal, man muss sogar so grüne Sachen sammeln hier, wie bei Zelda. Das ist ja echt wie bei Zelda, ne? Guck mal, voll Zelda, ey. Batz, batz. Oh, oh. Oh, einen noch. Come on, kann ich hier nicht einfach runterspringen? Geht nicht. Oh, was ist das, ey? Alles kaputt machen oder was? Ach, scheiße, ey. Los! Come on! Hat das gereicht? Aber auch wirklich so... Mm. Aufmerksamkeit finde ich gut. Aufmerksamkeit finden wir alle gut. Ja, toll. Wirklich, das war ja ein super spaßiger Level. Viel Dennis, zu lang. Du machst das wirklich hervorragend. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Hey, Christina, irgendwie... Irgendwie kriege ich heute so andere Vibes von dir als sonst. Finde ich echt voll nett von dir. Dass du einfach dich auch mal so ein bisschen von deiner freundlichen Seite zeigst heute. Katze hat im Moment zwei Diagnosen mehr als ich. Da muss ich dringend aufholen. Okay, jetzt aber. Einmal noch. Schafft sie es nur immer so fabelhaft flauschig auszusehen? Dennis hat ja sonst nichts im... Moment. Christina, wurdest du entführt? Willst du uns das mitteilen? Also Schlüsi mag die Sounds. Dennis hat ja sonst nichts im Leben. Ich habe ganz schön viel im Leben, muss ich sagen, Christina. Bestimmt mehr als du. Zum Beispiel eine Wohnung. Wie wär's mal mit einer Wohnung, Christina, hä? Was hältst du davon? Hier runter oder was? Na, komm schon. Come on, give it to me. Oh no, oh no. Oh, I like. Very geil, very geil. Gott. Heute ist mal wieder besonders schlimm. Zack. Ja, das wird was, das wird was. Jetzt aber. Da können wir mal ein Nickerchen machen gleich. Zack! Wenn Christina jetzt nichts schreibt, heißt das, dass sie definitiv Nucht entführt wurde und wir uns auf keinen Fall die Polizei rufen sollten. Dass wir uns die Polizei rufen sollten. Ich schlafe nicht auf der Straße, ich habe ein Apartment. Was genau ist ein Apartment? Wo ist der Unterschied zwischen einem Apartment und einer Wohnung? Ist das das Gleiche? Ist
sondern neben der Straße. Wäre auch schön blöd, wenn man sich mitten auf die Straße legt. Das geht nur in der Spielstraße. Diese dusselige Musik, ey. Apartment ist ein Fremdwort aus dem Französischen und entspricht dort unter anderem dem deutschen Wort für Wohnung. Warum sagst du denn nicht Wohnung? Christina ist wieder sehr international unterwegs heute. Sie hat ein Apartment, Christina und ihr Appartement. Nicht schlecht, wirklich. Eine Frau von Welt, man kann es nicht anders sagen. Bauern Dennis sitzt hier auf dem Land, in seiner Wohnung, in seiner Bude. Und Christina hat ein Appartement. Und bald ein Bachelor, ey, krass. Und ein eigenes Büro mit 780 Mbit. Krass. Ich glaube, Christina ist richtig auf der Überholspur langsam. Christina ist richtig hart am Winnen. Oh nein, scheiße, was mache ich jetzt? Warte mal, so und dann? Okay. Croissant, Baguette! Zack. Hä? Was? Warum? Moment, was hätte ich tun sollen? Der diesen kleinen Anspitzer auf dem Kopf hat. Was? Springe nicht, springe doch! Nochmal, einmal noch. Ja, ich dachte, ich könnte hinterher noch springen, Moritz. Tut mir leid. Springen! Jump! Zumba! Jumping Fitness. Und Christina hat sogar einen Schreibtisch. Habe ich auch nicht. Ich habe das alles hier auf Sabrinas Rücken aufgebaut. Die muss sich immer so hin auf alle Viere knien. Und dann muss ich immer das ganze Setup hier auf ihrem Rücken aufbauen. Wir haben ja einfach nichts. Aber sie macht das gerne, mich zu unterstützen bei meinem Hobby. Das ist auch voll nett von ihr. Und ein Schreibtischstuhl. Hast du noch mehr Dinge, Christina? Langsam wird's absurd. Heftig, ey. Und ein Telefon! Wow. Mit eigener Telefonnummer. Abgefahren. Kann es sein, dass du reich bist oder so, Christina? Wow. Leute, ich schwöre, ich habe eine getroffen. Die hat ein Telefon mit einer eigenen Nummer. Nee, Moment, hier müssen wir wieder diesen Schwimmring nehmen, ne? So. Vollstopfmodus! Ich finde, das ist auch ein schöner Name. Für das, was es ist. Der Vollstopfmodus, ey. Liegt mir richtig. Finde ich gut. Batz. Und Batz. Jesus, so weh, Jesus, so weh, Jesus, du bist wunderbar, du bist wunderbar. Oh, was ist da? Was sehen meine müden Augen? Kleinen Moment. Ich muss mal gerade ein paar Leute klatschen hier. Plebs klatschen. Zack. Nice. Das hat mein Handy auch. Krass. Ich muss mir meine Telefonnummer mit meinem Nachbarn teilen. Das stelle ich mir super anstrengend vor. Vor allem, wenn ihr nur ein WhatsApp habt.
Bravo, Dennis. Es heißt ja immer, ein erfolgreicher Mann baut auf dem Rücken einer starken Frau auf. Oder so ähnlich. So ähnlich, glaube ich, war es eher. Nicht genauso, eher so ähnlich. Als Sabrina und ich uns kennengelernt haben, hat Sabrina noch Handball gespielt. Die hatte den Rücken wie ein Kampftaucher, Leute. Die hatte ein Kreuz wie so ein alter Krabbenfischer. Unfassbar. Hätte die gewollt, hätte die mich einfach weggeklatscht. Aber sie war gutmütig und hat mich am Leben gelassen. Handball! Ja, genau. Echt? Ja, ich habe eine Handy- und Telefonnummer. Und bei beiden klingelt es am Handy. Wow, Jay. Was für ein Mann, ey. Nicht schlecht. Ihr habt euch kennengelernt? Ich glaube ja. Also, ich weiß nicht, wie das sonst funktioniert. Normalerweise lernt man sich ja kennen, ne? Bevor man dann zusammenzieht und jeden Samstag Pizza macht. Also wir haben schon mal mehrere Sätze am Stück miteinander gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zählt als Kennenlernen. Nee, warte mal. Ich brauche die Feuerfähigkeit. Kann ich die kriegen? Ist hier noch so einer? Ja! Okay. Und Kinder bekommt. Ja, unter anderem auch das. Naja, manche Leute... Scheiße. Dafür, also, um Kinder zu bekommen, muss man sich jetzt nicht zwingend so richtig kennenlernen. Hab ich mal gehört. Dass das auch unter anderem vorkommt, dass Leute Kinder kriegen, die sich noch nicht so richtig gut kennengelernt haben. Aber warum? Das kann ich euch jetzt nicht erklären. Da müsst ihr euch an Jay wenden. Ah. Und jetzt? Verstehe. Oh, eine Blaupause. Dragonfire. Du willst die Streams als VOD nachholen? Schau doch mal auf YouTube vorbei. Ja, mach das mal. Da sind mittlerweile alle VODs. Also nicht alle. Zum Beispiel der große Brian-Stream ist nicht dabei. Weil ich den nochmal auf Blu-ray rausbringe demnächst. Als Musical. Der Brian-Stream wird demnächst nochmal als Musical von Andrew Lloyd Webber neu aufgelegt. Also ich habe nur VHS. Ja, kommt auch auf VHS. Und auf Betamax. Kann ich runter? Unfassbare Action einfach. Herr Schwein! Einen wunderschönen guten Abend, Herr Schwein. Na? Wie sieht's aus? Hast du die Arbeitswoche gut hinter dich gebracht? Oder bist du auch einer der armen Schweine, die am Wochenende arbeiten müssen, so wie Schlomser? MC Schlomsinger. Ich komme mit der Steuerung nicht klar hier. Und jetzt, zack. Und dann nochmal, oder was? Oh Mann, geh!
Oh oh, oh oh. Oh nein, geh rein, du Arsch! Oh Mann. Fuck. Nur weil ich nicht die falschen Knöpfe drücke. MC Schlomsinger, AK Opfer. Opfer MC. Alter Moritz. Warte mal, geht's noch? Was kannst du nicht sagen hier im Stream? Alter Moritz. Contenance, Contenance. Ja, was? Kannst du auch nicht. ...69 Sekunden Timeout. Ist, glaube ich, die angemessene Strafe für Moritz. Hui! Und jetzt? Einfach fliegen. Einmal so frei sein wie Kirby, ey. Ja, Moritz, da guckst du, ne? Der entsetzte Blick, bevor Christina ihn die Klippe runterschmeißt. Und da geht er. Mit Vergnügen. Ach Moritz, er war ja ein guter, ne? Aber er hat's übertrieben. Er hat sein Glück überstrapaziert einfach. Irgendwo ist dann auch mal das Glück eines Moritz erschöpft. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte. Und kann sich nun auch mit Kegeln vollstopfen. Dieser Zustand ermöglicht ihm, sich mit spitzem Kopf voraus hinabzustürzen in rissige Böden oder Rohre aufzubrechen. Und wieder einmal beweist Kirby Köpfchen. Oh, und Moritz beschwert sich im Discord. Oh, 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 oh. Ja, was kann ich denn dafür, wenn die Leute sich gerne von mir quälen lassen? Ich sag ja nicht, dass es mir nicht gefällt, aber kapieren tue ich es auch nicht. Wow, Christinas Büro ist nichts Besonderes. Hm. Ja, okay, aber du hast einen Schreibtisch und einen Stuhl. Das ist schon mal nicht schlecht. 2021 bis 2022. Wir behalten ihn in guter Erinnerung. Gut. Wisst ihr noch, als Moritz seine Hip-Hop-Phase hatte und diese zwei Liedtexte geschrieben hat? Er war echt immer so funny. Ich tue natürlich immer nur so, als wäre ich total Fanat in Zumba. Das ist Hip-Hop? Teil meiner Internet-Personality. Moritz! Da bist du ja wieder. Wie war's in Mordor? Hm? Es waren 3 Lieder. Oh, sind die 90 Sekunden schon um? Darf ich nochmal? Nee, nur wenn er sich nicht benimmt. Das ist ja keine Willkür hier. Wir sind ja nicht grausam, Christina. Wir müssen nur Recht und Ordnung durchsetzen. Das ist das Wichtige. Wir dürfen uns nicht von der Macht korrumpieren lassen. Das ist das Wichtige, Christina. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Was muss ich hier machen? Nochmal, warte mal, was? Ja, okay, das habe ich richtig verkackt. Okay, nochmal. Und Wirbelwind! Sheesh. Scheiße. Scheiße. Scheiße, alles verkackt, Junge.
Man darf keinen Fehler machen. Kirby ist einfach zu krass. Wenn Kirby den falschen Knopf drückst, bist du verloren. Da ist einfach keine Chance mehr. Ach, come on! Es tut mir leid. Es tut mir leid, wirklich. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Leute, was habt ihr geplant am Wochenende? Was macht ihr Krasses? Wo ist Claudi eigentlich schon wieder? Wieso ist Claudi nicht anwesend? Wieso bin ich schon wieder dran vorbeigeflogen? Fuck! Claudi vergisst mich langsam. Claudi lebt schon in der Nach-Corona-Zeit. Bei ihr geht jetzt wieder das ganze Social Life los. Zieht. Mann! Zieht jeden Tag um die Häuser am Wochenende. Mit dem alten Kumpel Dennis, da will sie nichts mehr zu tun haben. Sie kann sich schon gar nicht mehr an mich erinnern. Aber wer kann es ihr verübeln? Wäre ich so hip wie Claudi, würde ich es auch nicht anders machen. Ich gehe Leute töten. Okay. Wie meinst du das? Jetzt ist der Wurm drin. That's what she said. Meine Pläne? Kaffee mit Augenringen schauen. Aber Kaffee und Augenringe fällt doch aus. Die haben es nicht geschafft, ne? Kaffee und Augenringe gibt's doch gar nicht dieses Wochenende, Moritz. Es tut mir leid. Musst du dir nochmal das Kaffee und Augenringe von letzter Woche anschauen? Ja. Ui, wir müssen 15 Sekunden sparen. BODs schauen, du Depp! Ey, nenn mich nicht Depp, okay? Sonst kriegst du nochmal 69 Sekunden. Hand Showdown. Ah, okay, verstehe. Oder Elden Ring. Oh, Elden Ring. Oh, nein. Ach, Menno. Okay. Das wird wahrscheinlich schon wieder nix. Das ist aber, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Ich glaube, ich habe es geschafft. Aber ganz, ganz knapp. Puff. Eieieiei. Geschafft ist geschafft. Wieso fällt das aus? Aus Gründen, Flauschi. Aus sehr privaten Gründen. Aus privaten und familiären und gesundheitlichen Gründen. Da kann keiner nachfragen. Wenn es privat, familiär und gesundheitlich ist, dürft ihr nicht nachfragen. Ich glaube, er hat einfach keinen Bock auf uns. Als ob, ey. Schlacht auf der Blizzard-Brücke. Okay. Da bin ich gespannt. Hat er nicht was von Formel 1 erzählt? Hm. Ich könnte mich nicht entsinnen, Schlomser. Wüsste ich nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich was erzählt habe in Formel 1. Die Mucke, ey. Vermutlich macht er morgen bei einem Formel 1 Rennen mit. Ja. Die haben mich gefragt, ob ich nochmal den alten Esel reiten will. Und ich habe gesagt, jo, gebt mir ein Auto. Ich fahre euch den Grand Prix. Ich werde morgen mit dem Hubschrauber nach Australien gefahren.
Und Sonntag sitze ich dann für Ferrari im Mercedes. Und jetzt? Bin kaputt, Junge. Und dann fragt er Vettel nach Mehl. Also, mein Plan ist, wenn ich ein Formel-1-Rennen gewinne, dann kriege ich dafür so viel Geld, dass ich mir auf dem Schwarzmarkt ein Kilo Mehl kaufen kann. Und wenn ich Glück habe, bin ich dann morgen Abend rechtzeitig wieder zu Hause, um noch Pizza zu machen. Das ist der Plan aktuell. Deswegen werde ich halt Sonntag super überfressen sein. Und kann halt keinen Kaffee und Augenringe machen. Und das ist die ganze Wahrheit. Wirklich. Actually autistic. Wer hat das denn gemacht? Wie, ihr könnt beim Spielen, könnt ihr GIFs ballern oder was? Pablo sings differently. Sees the world in different... I don't know. Ich muss mich hier auf den Typen konzentrieren. Oh no, 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 no. It's a Twister Bird. It's a Twister Swan. Kaputt, Arschloch. Junge! Seine Bezahlung ist Mehl. Ja, wir fahren, also die Formel 1 ist ja auch dieses Wochenende in Melbourne. Deswegen dachte ich, fahre ich da mal mit. Steht ihr? Melbourne? Wir fahren ja in Australien, ne? Melbourne. Steht ihr, ne? Das war ein Witz. Ein Wortwitz war das. Weil es ja Melbourne heißt. Aber ich habe es halt ausgesprochen wie Mehl. Weil das Thema gerade Mehl war. Und dann hat sich das so angehört wie Mehl. Aber es ist ja Melbourne. Aber da habe ich Mehl gesagt. Haha! Danke! Ich fand's auch sehr clever. Okay, alles klar. Wow, super Attacke! Oh, jetzt ist es an der Zeit, ins Bett zu gehen. Wie, was, was? Nur wegen dem schlechten Gag? Schlomser, verlass mich nicht. Schlomser! Da unten ist ein Waddledee versteckt. Wie kommen wir da ran? Alter, geh mal weg, du Arschloch! Junge, ey. Jetzt runter. Yes. Und wieder alle verpasst. Bis mir das Spiel 100% dauert es. Das kann Jahre dauern. Doch, ich muss, sonst komme ich morgen früh nicht raus. Ich habe schon eine halbe Stunde länger gemacht. Okay, alles klar, dann sei dir verziehen. Schlomser, ich wünsche dir einen angenehmen Schlaf. Und lass dich morgen nicht unterkriegen auf Arbeit. Und ich sag dir dann, welchen Platz ich gemacht habe in Melbourne. Und morgen Abend sind du und Schlüsi zum Essen eingeladen. Es gibt Pizza. Pizza Calamari gibt's morgen Abend. Oh, fuck. Warum rennt er mich denn um? Zwei auf einmal, wirklich? Und zielsuchende Schneebälle? Ich glaube, es hackt. Das ist unrealistisch. Das gibt's gar nicht. Junge! Was ist das denn? No Death Run? Oh, scheiße. Schlomser, du warst nie für mich da.
Immer hast du was vergessen, doch ich kann dich nicht hassen. Moment, wie geht das? Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war. Schlumpser, du warst nie für mich da. Da kommen die Gefühle hoch, ey. Das war, die dritte Generation? Oder war das noch was anderes? Wie hieß die Band nochmal? Ich hab's vergessen. Bringst du uns die dann vorbei? Nee, ihr müsst schon hinkommen und euch die abholen. Das ist ja wie bei Elden Ring. Er ist jetzt schon zweimal gestorben. Ja genau, die dritte Generation. Dritte Generation Beschre. Ich muss das nicht kennen, oder? Doch, musst du eigentlich schon. Aber kein Wunder, dass du es nicht kennst, Schlomsa. Denn immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war, Schlumsa, du warst nie für mich da. Oh yeah. Diese Fitmäuse, ey. Stirb! Nicht so super powerful, die Attacke. Aber zumindest brennt denen der Arsch. Also das haben wir schon mal geschafft. Okidoki. Nice. Das ist jetzt blöde, ich hab Hunger. Dann mach dir was zu essen, Moritz. Mach den Toast mit Hela-Ketchup. Hela-Gewürz-Ketchup. Ich fand das Lied damals cool. Ja, das fanden wir alle cool. Das war ja auch super cool einfach. Dafür bin ich vermutlich zu jung. Ja, das kann sein. Ich bin zu faul zum Aufstehen. Oh Gott, was war das denn? Dann beschreibe ich dir einfach, wie meine Chips schmecken, okay, Moritz? Also, ich steck dir jetzt in meinen Mund, oder? Also erstmal, damit du hörst, wie die klingen. Sind sehr knusprig, nicht zu dünn, sind eher so ein bisschen auf der dicken Seite. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Es sind auch echte Kartoffeln, ist keine Pressstampfe. Man sieht so ein bisschen grünes Gewürzzeug. Oh, ich habe hier ganz, ganz viel Schmodder in meinen Popschutz gesabbert. Die sind salzig, aber nicht zu salzig. Okay. Schlomsa kriegt zum nächsten Mal auch einen Sound. Schlomsa, du warst nie für mich da. Dann machen wir aber das richtige Lied, oder? Dann machen wir aber das richtige von dritte Generation. Und ich singe nur dann Schlomsa anstelle von Vater. Warte, wir spielen das gerade mal ab. Wie hieß denn das Lied? Hieß das Vater, du warst nie für mich da? Moment, warte. Vater, du warst nie für mich da. Okay, warte, Moment, haben wir gleich. Warst du für mich da? Ja, Schlomsa. Schild auf Rügen, aber mein Vater ist weg, weiß
nicht, wo du bist und das ist auch egal. Ich kann nicht mehr länger schweigen, hab keine Wahl. Du hast mir meine Kindheit versaut, geklaut und genommen. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Wahrheit. Hast mir erzählt, dass wir auf der Insel leben. Warum musst du Mama schlagen mit den Fäusten in den Magen? Sie betrügen und belügen, warum kannst du hier auf Rügen? Warum liebst du nur die Noten, die an der Ecke stehen? Hast du Mama schon mal weinen gesehen? Die Tränen, davon träume ich jede Nacht hab ich Angst, dass es wieder kracht. Nach acht, meine Seele ist zerrissen. Die Böse, die gucken die ganze Zeit, ey. Mein Vater, wie konntest du mir das antun? Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war. Schließi! Oh, Moment, das müssen wir anders machen. Immer hast du mich vergessen, doch ich kann dich nicht hassen. Schließi! Du warst nie für mich da. Oh yeah. Schlomsa, nicht Schlüsi. Sorry. Oh nein, alles verkackt. Oh, 60.000 Euro für den Tag im, für den Tag im Tonstudio, ey, und einfach den falschen Namen gesungen. Super peinlich einfach. Okay, wir machen das nochmal. Zerrissen kaputt und ich frage dich nun, mein Vater, wie konntest du mir das antun? Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war. Schlomsa! Du machst das wirklich hervorragend. Ich bin sehr stolz auf dich. Immer hast du mich vergessen, doch ich kann dich nicht hassen. Schlomsa! Du warst nie für mich da. Oh ja. Nie warst du für mich da. Nie warst du da. Für mich da. Ich sitze hier am Strand. Ich gucke meine Waffel an, sie ist ein bisschen am Rand angebrannt. Voller Schmerz, voll Gewalt, kalt, bis zum Erbrechen, ich hab immer Angst. Ach ey, die dritte Generation. Das war noch richtige Musik damals. Das ist nicht so ein Quatsch wie heutzutage. Lelelelelel. Nein, damals haben wir noch richtig coole Mucke gehört, ey. Vater! Alles klar, Schlomsa. Jetzt aber ab ins Bett, du musst schlafen. Was ist das für ein Lied? Wenn du das nicht kennst, Christina, dann ist das sehr gut nachzuvollziehen, denn du bist noch sehr, sehr jung. Im Vergleich zu mir und Schlüsi und Schlomsa. Ja, Schlomsa nicht, Schlomsa kennst du ja auch nicht. Also ich nehme auch eine Eigeninterpretation davon. Ja, ich kann aber so schlecht die coolen E-Gitarren einspielen. Müssen wir mal gucken. Oder ich mach's mit so einer. Ich mach's mit so einer Uschi-Stimme. Das immer, wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war, Vater, du warst nie für mich da. Irgendwie so. Wir kriegen schon irgendwas hin. Also ich kannte es auch nicht. Ihr alten Säcke! Ich kenn's. Welch alte Exemplare des Homo Sapiens. Ach Gott. Da kommt ihr auch noch hin. Boah, diese Gitarren. Immer noch Schlomsa. Moment, was? Habe ich schon wieder Schlüsi gesagt? Es tut mir so leid. Es liegt daran, dass ich dumm bin. Ich bin kein kluger Mann, Jenny. Vater sollte Uschi singen. Ach so. Ja. Reiß die Mauer nieder. Immer hast du mich vergessen, doch ich kann dich nicht hassen. Schlumsa! Du warst nie für uns da. Nie warst du für mich da. Ist einfach unfassbar, was ich mit meiner Stimme alles anstellen kann, ey. Bin so ein bisschen wie Alicia Keys. I keep on falling in.
gonna love you. Sometimes it makes me blue. Gott, ey. Heute ist ein sehr musikalischer Stream hier. Ups. Oh no! Wird das sofort ein Weltrekord? Das ist unwahrscheinlich. Dennis? Ja, Flauschi, was ist denn los? Und jetzt direkt Udo Lindenberg hinterher, ohne Pause. Aber welches Lied denn? Ich kann, glaube ich, sogar ein paar Lieder von Udo Lindenberg singen. Wenn du durchhängst, gibt's nicht Stärkeres als ein Zwei. Wir halten fest zusammen, alles andere geht uns am Arsch vorbei, am Arsch vorbei. Ey, so super coole kleine Kids, man. Irgendwie so. Das machen zumindest dann die Leute immer, die Udo Lindenberg gerne nachmachen. Ich kann es nicht so gut. Müsst ihr Helge Schneider fragen. Ja, danke, Moritz. Machst du nochmal das Aladdin-Lied? Na, erst Alicia Keys und dann Udo. Ja, klar. Das Aladdin-Lied. Schnell weg, bevor sie mich kriegen. Man könnte natürlich auch Alicia Keys mit Udo Stimme singen. I keep on falling. And out of love with you. Ich höre jetzt auf damit, versprochen. Ich mache das nicht mehr. Okay, welche Fähigkeit brauchen wir, um den Typen fertig zu machen? Ich nehme hier meine coolen Xena-Ringe. Hatte Xena nicht auch solche Wurfreifen? Irgendwie sowas ähnliches. Alter, warum streamst du eigentlich und dubelst ihn nicht? Ich kaufe mir morgen einen Hut und eine riesige Sonnenbrille, okay? Das gibt bestimmt gleich Copyright-Probleme, weil es so nah am Original ist. Da kann man nicht schlafen gehen, das ist so lustig. Ja, auf jeden Fall. So. Kannst du ja noch den Endboss hier mit angucken. Nein, das ist unser Kumpel! Herbert! Herbert Fried, er wurde gefangen genommen. Herbert Fried, wir werden dich retten und rächen, falls du stirbst. Oh, das ist Christina. Oh nein. Das ist Christina nach ihrem Physikstudium. Los, Jay! Töte ihn! Wer ist der andere denn? Deine Hund ist Jay? Und wer ist der andere Sklave? Christina und ihre Abo-Sklaven, ey. Batz, batz, batz. Ey, König DDDDD. Beruhig dich mal. Sei mal nicht so ein scheiß Unsympath, wirklich. Warum hat denn der rote Augen? Ist der besessen? What? Gott, oh Gott. Das zieht ja gar nichts ab. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Was? Also ich bin jetzt Lita! Da. Lita, was ist los? Was ist denn Kommen und Gehen hier? Kriegen das hin. Ich mache jetzt nur noch mit Sternen fertig. Lita, du hast was verpasst. Wir haben Sing meinen Song gemacht. Ich habe von Udo Lindenberg und Alicia Keys die besten Hits und größten Songs geschmettert. Es war wie Mini-Playback-Show. Ich wollte früher tatsächlich immer in einer Mini-Playback-Show mitmachen. Mit Mareike Amado. Und ich wollte Helge Schneider und Katzenklo machen. Aber ich habe mich nie beworben. Das hätten meine Eltern machen müssen. Ich war zu jung. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich hatte die Telefonnummer nicht. Ich hatte nur die Telefonnummer von Hugo. Dann habe ich immer versucht, bei Blümchen anzurufen. Aber die ist auch nie rangegangen.
Ich hatte echt eine super traurige Kindheit. Nie ist einer ans Telefon gegangen. Weder bei der Mini-Playback-Show noch bei Hugo. Das Beste war immer auf Sat.1. Diese Sendung, wo die immer mit den, wo die Zuschauer angerufen haben und dann haben die dieses Spiel gespielt, wo der Ball von unten nach oben geflogen ist. Und dann musste der immer so ausweichen. Aber das Ding war, dass nicht die Zuschauer den Ball gelenkt haben, sondern die Zuschauer haben links und rechts oder rechts gesagt und der Moderator im Studio hat dann auf das Kommando des des Anrufers reagiert. Und das hatte natürlich eine absolut absurde Verzögerung. Und es kam regelmäßig zu der Situation, dass dann der Moderator viel zu lange gebraucht hat für die Eingabe. Der Ball ist irgendwo gegengeklatscht, das Spiel war vorbei. Und dann hat der Anrufer eine Diskussion angefangen. Ja, aber ich habe doch viel früher links gesagt, die haben ja nicht reagiert. Absurd. Absurdes Konzept einfach. Lita! Hier. Lita Noela, schmeiß den Stream an. Lita, ey. Lita, wann streamst du eigentlich mal wieder? Es wird Zeit, Lita. Es wird Zeit für das große Comeback. Du hast die Leute jetzt... Ah, lange genug warten lassen. Junge! Alter, was ist denn los mit ihm, ey? Okay, No-Hit-Run ist, glaube ich, nicht das, was ich mir vorher vorgestellt habe. Das ist schon echt nicht so ohne. Eieieiei. Huiuiuiui. Nicht sterben. Oh, ich darf nicht mehr getroffen werden! Das war einfach nicht gut genug, Dennis. Die 90er und Nuller waren wild. Ich wollte morgen streamen, aber beim Umzug ist meine Kamera irgendwie verloren gegangen. Und für eine neue fehlt mir das Geld. Also wirklich, hat er sogar schon angefangen, Alerts einzurichten. Echt geil. Sag mal Bescheid, Lita, ich bin am Start. Kirby, hattest du nicht eine Blaupause gefunden? Du solltest sie zu Waddeldies Waffenladen bringen, um deine Spezialpower noch mächtiger zu machen. Wie erniedrigend das ist einfach. Okay, nehmen wir die Bleistift-Power. Das große Lita-Comeback. Ich kann es ja kaum glauben. Lita, du kannst doch dein Handy benutzen als Kamera. Ist doch kein Problem. Das geht doch heutzutage alles. Das war ja noch dümmer als der andere Typ da. Das? Mann! Da wieder seine zweite Phase aus. Ja.
Ja! Zweite Phase. Friede-Style. Oh, bleib doch mal stehen, ey, du Affe. Mal nicht immer wegspringen, bitte, einfach. Oh, oh. Scheiße. Komm, gib mir mal noch Sterne hier. Gib mir... Oh, scheiße. Oh, der nächste, der trifft. Oh, wenn er das nächste Mal trifft, hat er gewonnen, aber ich habe gewonnen. Sehr gut. Alter, die Clip-Funktion spinnt mal wieder rum. Jetzt gibt es, glaube ich, 91.365 Millionen Clips von Nie warst du für mich da, aber keins ist richtig zusammengeschnitten. Danke, Merkel. Tja, Bartu hat Trottel erhalten, ey. Au. Schlüsi, du hast dich einfach viel zu doof angestellt. Ja. Gar keine so schlechte Idee, aber damit zernudel ich bestimmt meinen Akku. Ha, sie hat Nudeln gesagt. Fun Fact: Lita war bei meinem Twitch-Jahresrückblick auf Platz 2 der Streamer, die ich am meisten geschaut habe, obwohl sie seit April oder so inaktiv war. Krasser Suchti, ey. Auf Platz 1 war Dennis. Krass. Vielleicht stürze ich mich in Schulden und bestelle gleich eine neue Kamera. Dann müsst ihr mir aber Essensspenden schicken. Ich mag besonders Pommes. Schlomser, weil du nie für uns da warst. Hm. Wir können das ja aber nicht irgendwie so ausarten lassen, dass jetzt die ganze Community nur noch von Spenden lebt und Care-Paketen. Wir haben schon Christina, Lita. Wir können jetzt nicht auch dich durchfüttern. Unsere Ressourcen reichen nur für ein Haustier. Naja, ey, wie hier die ganzen Chipskrümel drin kleben, ne? Wach. Echt mal! Du klaust Christina die Ressourcen, die Care-Paket-Ressourcen. Lita, nimm diese Maisdinger von Dennis da. Die stopfen bestimmt irgendwann ganz gut. Die kann ich dir gerne schicken, Lita. Überhaupt kein Problem. Ich habe leider keine Kamera über, sonst würde ich dir, sonst könnte ich dir eine zukommen lassen. Nee, ich habe glaube ich tatsächlich keine. Warte, Haustier? Ja, wenn ich Haustier sage, dann meine ich natürlich Physikstudentin Christina. Oh no! Nie warst du für uns da. Physikstudentin gleich Haustier. So ähnlich. Elfilin wurde vom König Dedede entführt. Erkunde das nächste Gebiet und rette Elfilin. Okay. Wir leben auf Rügen. Du hast mir erzählt, es ist eine Insel. Wie konntest du mich so belügen? Vater, das war eine Lüge. Ich hab jetzt einen Kater. Wow, meine Rap-Skills sind heute Abend aber nicht mehr besonders ausgeprägt, ey, krass. Hier, das ist eine Insel.
Guck mal hier. Das ist eine Insel. Katze hat im Moment zwei Diagnosen mehr als ich. Das ist ein Leuchtturm. Da muss ich dringend aufholen. Das ist ein Leuchtturm, das ist Wasser, das ist eine Insel. Oh ja. Eine Minute Zeit. Ah, ich weiß. Ich weiß, was zu tun ist. Höchste Konzentration. Oh oh. Oh. Ich kann es schaffen. Du musst nur fest an mich glauben. Oh no! Oh no! Okay. Oh no? Scheiße, ey. Ah! Schon wieder 4 Sekunden zu langsam. Na, ah, sag ich doch. Wir haben auch mehr als einen Leuchtturm und viel Wasser. Pff. Schämst du dich eigentlich gar nicht? Hä? Schlüssi? So, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht euch und viel Spaß noch. Schlomser, ich wünsche dir eine gute Nacht und viel Erfolg morgen auf der Arbeit. Mögest du möglichst schnell befördert werden. Damit du dann noch mehr arbeiten kannst. Nein! Jetzt liegt sie aber tatsächlich auch im Bett. Das ist der Unterschied. Achso, das sagtest du schon vor einer Stunde. Woher können wir wissen, dass es dieses Mal stimmt? Moritz ist misstrauisch. Misstrauisch, Moritz. Dann her mit den Flips. Die Kamera liegt im Warenkorb. Trau mich aber noch nicht auf Bestellen zu drücken. Welche hast du denn im Warenkorb, Lita? Sag mal. Vor einer halben Stunde habe ich mich auf den Weg ins Bett gemacht. Ja, Schlüsi und Schlomser wohnen ja in diesem unglaublich großen Anwesen am Strand. Das ist ja die Croft Villa. Falls ihr mal Tomb Raider gespielt habt, der Übungslevel in Tomb Raider 1, das ist das, wo Schlüsi und Schlomser wohnen. Die haben auch so einen Butler, den sie mal einsperren in der Küche, im Gefrierfach. Schlüsi, pass ja auf, dass sie ihr Handy nicht heimlich rausholt und unter der Bettdecke benutzt. Die Polizei zu rufen. Ah! Gott, oh Gott. Okay, wir müssen auf jeden Fall schneller sein. Ja, dauert ein bisschen, bis ich im Schlafzimmer bin. Ich verkaufe mich hier öfters? Moment, was, Schlomser? Was kommt jetzt hier raus? Was machst du? Wann spielst du eigentlich wieder mal Hitman? Demnächst bestimmt mal, Moritz. Ich verlaufe! Sass. Oh, danke, dass du mich daran erinnerst. Wir müssen den Butler noch freilassen. Der alte, klapprige, tattrige Butler, ey. Was ein Arschloch. Okay. Keine Zeit für die ganze Scheiße hier. Nur die Diamanten holen. Das ist meine höchste Priorität. Was? Oh, fuck, ey. Ja. Yeah.
Nein! Okay. Wie schnell kommt der Boden jetzt wieder? Das ist die Frage. Come on! Hat das gereicht? Was? Das ist dieselbe wie Panda hat, eine Logitech. Ja, die Firma. Was ist das für ein Modell? Ich weiß nicht, was für eine Kamera Panda hat. Zeig mir das Modell. Ich will Details wissen, Lita. Schlumser, hast du mir vielleicht was zu erzählen? Was machst du? Also eigentlich wollte ich schreiben, dass ich mich verlaufe, aber naja, gut. Schlumser, jetzt geh doch schlafen! Schlumser, du kommst morgen nicht aus den Federn, ey. Mach die Augen zu jetzt. Mensch, Kerl. Was hast du denn für ein Auto? Ja, ein rotes halt. Genau so ähnlich. Was hast du denn für eine Kamera? Eine Logitech. Ach so, ja dann. Alle wollen Schlumser loswerden. Abu sagt auch, gute Nacht, Schlumser. Schlaf jetzt schön, ne? Viel Erfolg bei der Arbeit, ne? Oh, fuck. Okay. Ich brauche jetzt einfach mal höchste Konzentrationsstufe hier gerade. Ich muss mich mal gerade von euch abwenden. Ich bin jetzt 100% auf Speed ausgerichtet. Das ist gemein, ey. Daddy. Wie soll das gehen? Mir ist ja so ein bisschen davon abhängig, was hier passiert. Oh, ich schaff's schon wieder nicht. Oh Gott, ey. Schrei doch nicht gleich so. Ich bin sensibel. Ich dachte, du bist Gangster, Lita. Was ist denn jetzt los da? Laut Amazon eine Logitech Brio Stream Webcam. Hab ich noch nie gehört. Gucken wir mal, was das kostet. Wir gucken mal, was Lita hier schon wieder an Moneys raushaut. Lita hat natürlich das ganze Streaming Money noch. Auf ihrem Konto in der Schweiz. Also, wie heißt das? Logitech Brio Stream. Ein sensibler Gangster mit Gefühlen wie ein G. Du Lurch. Logitech Brio Stream Webcam. Ultra 4K HD. Videogespräche. Okay. Ja, reicht so. Ist doch geil. Die kannst du sogar bewegen, oder? Nee, kannst du nicht. Topmodel steht da. Weißt du, was du da machen musst? Weißt du, was wir machen, Lita? Ich mach den LUT. Ich mach den LUT fertig. Du kaufst dir die Kamera, dann schickst du mir ein Testbild, dann mach ich dir einen LUT dafür und dann hast du ein richtig freshes Bild. Dann kannst du das einsetzen in OBS. Außer du kannst das selber. Wenn du weißt, wie du einen LUT machst, ansonsten mach ich dir einen LUT.
Wichtig ist Weißabgleich, Lita. Du musst auf jeden Fall einen gescheiten Weißabgleich machen. Ey, wenn du was wissen willst, ne? Ich bin immer für dich da, im Gegensatz zu Schlomser. Schlomser war nie für uns da. Aber ich kümmere mich um deine Kamera-Needs, Lita. Weil du Gangster bist. Ich bin im Schlaflock. Gute Nacht, Christina. Preis? 600 Abos. Ich kann technisch nix. Und Latt klingt gefährlich. Wir kriegen das hin, Lita. Wir machen dich fit. Komm in die Gruppe, wir machen dich fit. Aber wieso soll das denn jetzt gehen, ey? Noch eine Sekunde 20 sparen, das geht gar nicht. Da darf man aber wirklich kein... Also darf man nichts liegen lassen. Wow. Warte mal, kann man vielleicht so... das war, glaube ich, schon scheiße. Lat ist doch die Abkürzung für Latein. Ja, genau. Wie kann man das nicht wissen? Boah, Lita, ey. Wie dumm die ist, Alter, ey. Ich schwöre. Die ist richtig ein Bauer, ey. Ja, das können wir jetzt schon knicken. Vater, du warst nie für uns da. Einen wunderschönen guten Abend. Man ist hier noch 1000 verschiedene Musiken sind gleichzeitig an. Na? Hallo, Raiders. Resora! Resora, komm hier einfach mal reingeredet, ne? Wie geht's? Was habt ihr Schönes gemacht? Habt ihr auch Kirby gespielt? Okay, das war jetzt einfach nur krass. Wir kommen überhaupt nicht voran in dem Spiel. Ich weiß nicht warum. Diese. Dankeschön für dein Follow. Diese Time Trials, die sind ganz schön knackig, oder? Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Genie ist. Ja. Aber ich glaube, Moritz ist schon hochbegabt. Komm kämpfen, du Lurch! Bolita, ey. Der große Boxkampf zwischen uns beiden. Oh, das wär's doch mal. Was jetzt wohl passiert? Lita, kannst du dir nicht. Kauf dir anstatt eine Kamera, kauf dir einfach Boxhandschuhe. Meine Güte, da bleibt wirklich kein Auge trocken. Ja. Okay, das war schon mal gut. Wir dürfen hier wirklich überhaupt keine Zeit verlieren. Schade, Mann! Das war schon schlecht, das war's schon. Klappt nicht mehr. Ich habe aber auch das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass diese Cycles auf einem Global Timer runnen hier. Katzi, komm her, lass dich streicheln. Könnt ihr euch mal beruhigen? Können wir uns mal alle beruhigen gerade? Und schneller! Naja, es ist immer noch besser als der Brian-Stream. Kann ich springen auf den Schienen? Warte mal, kann ich springen? Das wär's. Nee, kann ich nicht. Wie geht denn das denn? Oh Gott, das war, glaube ich, richtig schlecht. Knick, knack! Boxhandschuhe habe ich da! Bin allzeit bereit für einen Ficht. Alles klar, Lita. Dein Comeback-Stream wird dann einfach die große Fight Night. Hä? Wieso habe ich denn jetzt so radikal gewonnen? Ich bin so müde. Aber ich kann das Licht sehen. What the fuck? Wie? Wieso habe ich mit so viel Abstand jetzt das auch geschafft? Ich habe doch nichts anders gemacht. Okay, egal. Weil du krass warst! Absolut, ja. Einfach nur heftig, was wir hier abreißen. Eigentlich heiße ich Manfred, bin 46 und wohne in Wuppertal. Jaha. Haha, geil, sowas habe ich auch, aber der mobbt mich immer. Moment, was? Okay, wow. Er hat viel zu viele Sounds und viel zu wenig Cooldown. Ja, ihr merkt es. Jetzt wird alles krass abused hier. Das Streaming-Event. Mein erster Stream nach einem Jahr. Boxkampf gegen Shrinch Daddy. Hey Leute, ratet mal, was ich gerade esse und wie die Pizza belegt ist. Shrinch Daddy, das ist auch mein Boxername einfach. Ist das schon der nächste Fight? Nee. Wir haben ja noch gar nicht alle Level hier.
Hey Leute, ihr müsst euch unbedingt den Code Merkeln. Merken? Ja. Code Merkeln merken. Ja. Wollen wir uns nicht alle mal ein bisschen beruhigen? Oh. Seid ihr denn schon durch mit Kirby? Razor? Oder seid ihr auch noch dabei? Das ist ganz toll. Naja, also das eine. Die anderen beiden schlagen für Christina natürlich. Nein, auf keinen Fall. Hallo, entspannt euch mal. Jetzt verschreckt doch nicht gleich die Neuankömmlinge wieder. Durch euer exzessives Abusen meiner 380 Sounds. Mittlerweile dürften es über 400 sein, weil ihr ja auch noch die ganze Zeit immer User-Sounds kauft. Oh, guck mal, eine Sneak. Sneak hat mich gegessen. Okay, Moment. Können wir Sneak vielleicht essen? Das wär's ja. Ja, toll, jetzt ist sie weg. Vielleicht hätten wir eine Sneak-Fähigkeit gekriegt. Nee, bin nicht fertig. Okay. Ich habe zweimal 100% Spielstände. Geiles Game. Ja, also ich find's auch richtig gut. Ist ein kleiner Überraschungshit für mich. Als ich das letztens gesehen habe, als Ankündigung in der Nintendo Direct, habe ich erstmal nicht viel erwartet, weil ich mir dachte, okay, Kirby ist ja eher so ein Kinderspiel. Ist ja wahrscheinlich auch viel zu leicht. Aber Ich muss zugeben, das macht mich irgendwie ein wenig traurig. Ja, gut. Aber hat sich ja jetzt herausgestellt, dass es doch ein gutes Spiel ist. Und auch nicht zu leicht, finde ich. Es ist halt kein Dark Souls. Aber ich habe auch ehrlich gesagt im Moment überhaupt gar keinen Bock mehr auf den Dark Souls. Das war alles ein bisschen viel in letzter Zeit. Alles ein bisschen zu schwer. Alles ein bisschen zu skillig. Was sind das denn für Wesen? Ist auch ganz schön, mal wieder ein Spiel zu spielen, wo man nicht die ganze Zeit scheitert. Ich habe ein DIY-TTS-Pad, der mich immer mobbt. Also unendliche Texte. Das klingt irgendwie abgefahren. Das Wüstenthema sieht echt geil aus. Ich fand das im Freizeitpark besser, ehrlich gesagt. Tentakelvieh! Limefire X, dankeschön für dein Follow. Super schlechten Namen. Limefirex, dankeschön. Serbion, komm. Oh Gott, ey. Wenn ihr mal Schlafparty macht mit euren Freunden, dann ist die Challenge, immer ins Badezimmer zu gehen, vom Badezimmerspiegel dreimal Dark Souls oder Elden Ring zu sagen. Dann taucht Serbion hinter euch auf und stöhnt einfach. Das ist die Gruselgeschichte, die man sich erzählt. Bei uns im Dorf. Oh. Elden Ring, oh. Ey, Serbion, hast du gehört? Es geht das FromSoft hat den Multiplayer-Tag. Hat den Multiplayer-Tag in Steam aus Dark Souls 3 entfernt. Vielleicht kriegt Dark Souls 3 nie wieder einen Multiplayer. Ein Moliplayer. Vielleicht werden sie es einfach nicht fixen. Es geht nicht mehr online. Können sie nicht machen, ne? Ich denke, die haben es nur temporär rausgenommen, weil es jetzt schon so lange offline ist. Bleib mal kurz stehen, ich wollte mir die Sandtextur genauer anschauen. Ja, können wir sofort machen, kleinen Moment. Freizeitpark war am kreativsten, aber Wüste ist bis jetzt am schönsten. Ich bin eventuell vorhin eingepennt, als ich Yashi ins Bett gebracht habe. War das so langweilig? Heftig. Miau Design, einen wunderschönen guten Abend. Oh, da kommt noch ein Sound rein. 10.000 Tacken. Ey, ihr müsst alle so stinkreich sein mittlerweile. Elden Ring? Okay, wie soll das eingesprochen werden? Wenn sie es nicht fixen, werden alle den Mod nutzen. Was für einen Sound möchtest du haben, Serbion? Soll es einfach Elden Ring sein, oder was? Wo ist mein eigener Command? Ja, aber Lita, was wolltest du denn haben? Du hast überhaupt nicht gesagt, was du willst. Du hast nur die 10.000 gedroppt und hast gesagt, gib. Ansonsten hast du wirklich gar nichts bisher verlauten lassen. Hau mal raus, was willst du denn haben, Lita? Miau Design, du streamst ja auch, wow! Jetzt gerade, in diesem Moment?
Werden wir gerade gerestreamt? So wie Strausi immer? Oh, Leute, wir müssen mal wieder Strauß casten. Da hätte ich Lust drauf. Okay, die Sandtextur willst du sehen, Moritz? Da, bitteschön. Krass, oder? Du bist doch hier der Künstler. Künstler, was? Lita, nein, nein, du... So funktioniert das nicht. Du kannst nicht... Okay. Also... Nein, nein, komm, du musst schon eine grobe Vorgabe machen. Ich freestyle dir ja gerne was. Aber du musst schon irgendwie so grob die Richtung vorgeben. Sehr schön. Moritz ist unfassbar beeindruckt von der Sandtextur. Was könnte man noch als Sound machen? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jetzt alle Sounds, die es geben kann. Hier bricht ja alles auseinander einfach. Oh, scheiße. Arbeitsverweigerung. Okay, alles klar. Lita kriegt einen Sound zum Thema Arbeitsverweigerung. Lita verweigert ja auch seit einem Jahr die Arbeit einfach. Ich weiß nicht, wie sie sich das erlauben kann. Aber okay, ey. Wer kann, der kann. Und Lita kann auf jeden Fall, richtig. Wie kriege ich diese ganzen Fähigkeiten denn? Die brauche. Ich brauche Wind. Achso, Wind liegt da hinten. Und hier brauche ich aber so ein Pömpel, ne? Zum Aufstampfen. Schauen wir mal. Erstmal vollstopfen. Das ist... Problemlösungsansatz Nummer uno. So, jetzt hier... Ah, und da drunter ist bestimmt so ein Pömpel, weißt du? Und damit kann man dann... Ne, kein Pömpel. Nein, Moritz will auch einen Sound. Gott, ich bin demnächst nur noch am Sounds aufnehmen, ey. Warum stellst du dich so blöd an? Du musst doch einfach nur wie ein Frosch machen, Stümper. Wirklich? Okay. Das ist ein bisschen lang, Moritz. Ich kann dir von mir aus einen Sound machen mit einfach wie ein Frosch machen. Aber wir müssen ein bisschen wegkommen von diesen unfassbar langen Sounds. Wir haben schon zu viele lange Sounds. Pfeiler! Pfeiler? Okay, Moment. Ich ignoriere jetzt einfach mal die Tatsache, dass das rüdes Backseat Gaming ist. Ah, Pfeiler! Das meinst du, ne? Sehr schön. Ey, wir verpassen hier alles. Aber finde ich gar nicht so schlecht. Da muss man sich hinterher nochmal genau umgucken, um alle Waddledies zu kriegen. Ist doch auch schön. Ich finde, es hat tatsächlich einen angenehmen Schwierigkeitsgrad. Eine gute Murmel sollte stets poliert sein. So sieht's aus, Panda-Boss. Ich glaube, hier war auch noch eine Säule. Kann das sein? Ah, seht ihr. Wusste ich's doch. Oh, alles klar. Du musst doch einfach nur wie ein Frosch machen. Okay, alles klar, das kriege ich hin. Kannst du mal irgendeinen in die Liste schreiben? Also wir haben Lita mit Arbeitsverweigerung und Moritz mit Frosch. Das war's, ne? Und Serbien möchte noch Elden Ring haben. Elden Ring, oh. Hallo, Mr. Waddledy. Hauptsache, Trinch Daddy lacht jedes Mal aufs Neue über seine eigenen Witze. Moment. Über welchen habe ich jetzt gelacht? Welchen Witz? Es lacht doch sonst keiner, ey. Lita, warum... Ich pack's auf die Liste. Warum eigentlich so rummobben die ganze Zeit? Lita schwankt die ganze Zeit zwischen, ich bin so verletzlich und ich mobbe einfach alle die ganze Zeit.
entscheide dich mal, okay? Wenn du die Mobbing-Schiene fahren willst, von mir aus, aber dann mach auch nicht auf beleidigt, wenn du weggedisst wirst. Du kannst nicht alles haben, Lita. Es geht nicht alles auf einmal. Nein, noch was oder was? Oh, Moritz, wie viel Kohle hast du denn, ey? Was du machen willst, stream doch einfach Hitman! Moritz kommuniziert demnächst nur noch in Soundcommands. Ausschließlich. Das klären wir bei einem Dance-Off. Meine Fresse, ey, Lita, ey. Alles auf einmal. Boxkampf, Dance-Off. Lita plant einen richtigen, plant ein Comeback mit einem Krawums. Unfassbar. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, Lita. Cleffy, diese in der neuen Welt weit verbreitete Bestie ist zwar putzig, aber mindestens genauso gefährlich. Bevor sie sich hier auf ihr Opfer stürzt, kündigt sie das durch Knurren an. Oder entführt mit ihren Artgenossen hin und wieder ein paar Waddeldies. Knuffig und knuffig gesellt sich gern. Ha, von wegen. Boxdance-Off, genau. Das wird ein Spektakel. Also zweimal Moritz, einmal Lita, einmal Josie und einmal Serbi-Sound. Okay, ich verbringe morgen den ganzen Tag einfach im Tonstudio. Bei meinem guten Freund Frank Zander. Was hatte Josie denn? Ja, was hatte Josie denn? Das habe ich mir nicht gemerkt. Josie ist Opfer. Wir machen so ein richtig dickes Event raus. Lass uns überteuerte Tickets verkaufen und Popcorn für 6 Euro. Ja! Gute Idee, Lita. Aber 6 Euro ohne süß oder salzig. Süß und salzig kostet 1 Euro extra jeweils, okay? Wir müssen da richtig die Kohle rauspressen. Richtig schön das ganze Money da rausholen. Cringe Daddy braucht ein neues Paar Schuhe. Herr Schlomser, du warst nie für uns da, genau. Oh Mann, ey. Das sind eine Menge Sounds. Ich muss das nochmal irgendwie in den Griff kriegen, dass ihr nicht immer so viel nacheinander machen könnt. Aber ich hab noch, ich weiß nicht wie. Ich weiß halt einfach nicht wie. Ist notiert. Oh, danke, Serbian. Das ist so freundlich von dir. Ansonsten würde ich es niemals wiederfinden. 90 Cent extra. 6,90 Euro bitte. Wegen 69. 6. Junge! Mann! Ach, das ist so putzig, das Spiel. Aber ich weiß nicht, was ist das für eine Brühe? Super ekelhaft einfach. Sneak. Hallo, Sneak. Moment, kann ich die jetzt einsneaken? Nee, das geht gar nicht, ne? Scheiße. Ah, verdammt. Die Brühentextur ist nicht so geil wie der Sand. Nee. Tatsächlich nicht. Obwohl, ich finde die eigentlich... Eigentlich müsste dir die doch gefallen, Moritz. Du stehst doch auf dieses Tentakelspiel. Wie heißt das? Squid Game. Nee, wie heißt das? Du weißt schon, was ich meine. Wo man die Tinte rumspritzt. Das sieht doch genauso aus.
Gefühle tun. Ja, genau. Das meine ich. Entschuldigung. Oh, guck mal, da ist ein Salamander an der Wand. Als ich Kind war und wir auf Kreta waren, das ist tatsächlich eine Insel, Schlüsi, habe ich das erste Mal einen Salamander gesehen. Der war einfach draußen vor unserem Apartment an der Wand. Und ich konnte das nicht glauben, dass einfach so in der Welt einfach ein Salamander irgendwo sitzt an der Wand. Ich fand das großartig. Sympathische kleine Tiere. Meine Mutter hat gesagt, du darfst ihn nicht anpacken, weil sonst der Schwanz abfällt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hat sie gesagt. Hat sie nicht gesagt. Doch, hat sie gesagt, wirklich. Rügen ist auch eine Insel. Nein. Notfalls jeden Command auf 1 bis 2 Stunden Cooldown machen. Ja, das ist aber auch nicht so zielführend. Ich krieg das irgendwie hin. Ich hack das zusammen. Hackerman. Ich muss einfach das Hackerman-Meme anmachen. Und dann krieg ich das hin. Schau ich den mal an, ey. Guck mal, hier ist Lita. Ich kotze dich voll. Lita wieder, ey. Kann man das kaputt machen? Nee, ist einfach nur am Rumkotzen. Ohne Ende. Scheiße. Köstlich. Sag mal, irgendwie kann ich das nicht akzeptieren. Warte mal. Nee, geht tatsächlich nicht. Hackerman, das erinnert mich an Kung Fury. Kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern. War das nicht irgendwie so ein... War das nicht so super Trash? Kung Fury? War das nicht mit David Hasselhoff oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Lita, wie immer nur am Rumkotzen, genau. Ach, Lita, ey. Du bist schon eine. Du bist mir schon eine, Lita. Lita, Lita, Popita, Banana, Fana, Fofita, Mi, Ma, Momita. Lita. Wir wetten, dass da hinten rechts noch was ist. Ja, Dark Souls Style. Richtig schön noch Geheimnisse entdecken hier. Oh. Ich bin zu mächtig, als dass du mich einsaugen könntest. Das haben schon viele vor dir gesagt, Lita. Und jetzt befinden sie sich alle in meinem Verdauungstrakt. In der Zwischendimension, der man landet halt, wenn man von Kirby aufgesaugt wird. Vollstopfmodus! Okay. Das ist ja so ein bisschen Tomb Raider-Style hier. Oh, guck mal, da ist noch ein Geheimnis. Das kann nicht wahr sein. Da kann ich jetzt nicht rein? Wollt ihr mich verhalten? Kann ja wohl nicht sein, ey. Okay. Ja, von mir aus. Okidoki. Sehr schön.
In Streamerbot können sich Commands in einer Gruppe einen Cooldown teilen. Ansonsten könnte man mit Counter ein bisschen Zusatzlogik in Mixed Up auch sicherlich Ähnliches erreichen. Streamerbot. Selber, weißt du was? Ich mache mir von der Nachricht im Chat jetzt gerade mal ein Foto. Damit ich dann hinterher noch weiß, wie das heißt. Oh, dann muss man gerade. Ich muss einmal mich gerade strecken, ey. Das ist so alt. Alter, ey. Mein Rücken, ne? Das ist aber auch einfach ein Stuhl hier. Das ist so ein 130 Euro IKEA-Stuhl, ne? Da kann man nicht gut drauf sitzen. Sabrina. Entschuldigung. Die hat hier Homeoffice seit 2 Jahren, ne? Auf diesem Stuhl. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich wäre schon längst verreckt. Oh. Oh, das hat richtig geknackt einfach. Bin ich alt? Oh. Richtigen Boomer-Screenshot. Go, go. Kung Fury ist ein schwedischer Kurzfilm und Hasselhoff kam, glaube ich, auch drin vor. Na dann. Ich kann es dir notfalls auch nochmal bei Discord schicken. Hey, alles gut, Sari. Ich kriege das hin. Oh. Geht ihr auch gleich schlafen? Oh, aber das passt ja. Ich mach langsam aus. Muss morgen ab 8 Systemtest machen. Nacht euch allen. Schlaf gut. Abu, schlaf du auch gut. Schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Und viel, viel Erfolg bei deinem Systemtest. Fällst du jetzt auseinander? Die Zeit meinte, der Film klinge wie absoluter Schrott und sei es eigentlich auch. Der Film halte alles, was ein B-Movie verspricht. Knallige Effekte, Synthesizer, etwas Splatter und trockene Einzeller. What? Der schrecklich schöne Streifen sei nicht nur eine Huldigung des Trash-Films, sondern verzücke mit zahlreichen Anspielungen und Easter Eggs auch die Retro-Freunde. Ich falle ineinander, genau. Ich hätte noch einen alten 10-Euro-IKEA-Stuhl anzubieten. Ich könnte mich natürlich auch auf den Ball setzen. Aber ich weiß nicht, ob dann auch der Sound kaputt geht. Weil auf den Ball hüpfen ist ja so ähnlich wie schnell aufstehen. Und ich darf ja nicht schnell aufstehen. Vielleicht kriegen wir das in einen kleinen Moment. Warte mal. Ich habe auch Vollstopfen-Modus immer aktiviert. Ja, das ist natürlich super. Ja, aber macht super viel Spaß. Ist gut für den Rücken. Und scheinbar kann ich auch einfach so hüpfen und es passiert nichts. Ja, klasse, dann machen wir das jetzt ab jetzt immer so. Völliger Unfug einfach. Lita, der Alte war eh besser als der Neue. Oh, Lita wieder mit ihrem Stuhl, ey. Guck mal, kaum plant sie ihr Comeback, versucht sie auch wieder so die alten Themen anzuheizen, ne? Einfach mal so ein bisschen das Wort Stuhl droppen, dann werden die Leute schon wieder auf den Trichter kommen. Denkt sie sich, dass sie einfach mit der gleichen Masche jetzt wieder durchstarten kann. Nach einem Jahr. Die Welt hat sich weiter bewegt, Lita. Das ganze Entertainment-Karussell auf Twitch ist einfach weiter, seit ich da bin. Das ganze Game hat sich weiterentwickelt. Und ich habe das ganze Niveau auch einfach angehoben. Mit so lahmen Themen kannst du heutzutage nichts mehr reißen. Dazu ist einfach viel zu viel passiert in dem Jahr. Hast du mal gehört? Hast du mal von dem großen Brian-Stream gehört? Das war revolutionärer Shit-Liter. Jetzt fehlen dir nur noch große Glocken und du hast dann 2000 Zuschauer. Was?
Sind meine Glocken noch nicht groß genug, oder was? Er muss nur mehr Just Dance spielen, dann hat er auch 2000 Zuschauer. Wie läuft es eigentlich bei, wie heißt der Typ? Irgendwie, Tape-Cover oder so? Hat er nicht auch immer jetzt Just Dance geballert? Ich hatte ja eigentlich gesagt, OnlyFans Mai. Was haben wir jetzt für einen Monat? 8. April. Naja. Ich sollte jetzt vielleicht langsam anfangen, ein bisschen auf meine Ernährung zu achten. Ich kann das schaffen, glaube ich. Sexy zu werden bis Ende April, Anfang Mai. Aber da muss ich wirklich aufpassen jetzt langsam. Da fehlte bisher auch eigentlich immer die Disziplin. Der Sport ist da, aber die Ernährung, Katastrophe. Aber ich werde das jetzt ändern, auf jeden Fall. Denk an die ganze Knete. Ich zahle schon seit dem 01.01.2022 Premium bei OnlyFans. Noch immer kein Content. Du musst noch ein bisschen gedulden, Schlüsi. Du hast doch schon den Teaser gekriegt. Den Teaser-Trailer. Gleich nach dieser Tüte. Ach Mann, ey. Habt ihr euer Essen im Griff? Seid mal ehrlich. Liter bestimmt, ne? Lita hungert sich schon wieder in ihre Streamer-Outfits rein. Glamour pur war das ja immer. Die großen Lita-Streams, das war ja wie eine Gala immer. Erinnert ihr euch noch an das Fleischwurstkleid, was sie getragen hat? In einem ihrer Streams? Fantastisch. Unfassbar, wirklich. Also, wenn es um Mode geht, da ist Lita immer ganz vorne mit dabei. Ich verhungere gerade. Hier, Moritz, du kannst gerne den Rest meiner Tüte Chips haben. Das sind ungefähr nur noch 26 Chips drin. Entschuldigung. So. Wenn du zu viel gesoffen hast, kommt ein Ast, der noch größer ist als dein Gestank. Vater, du machst mich krank. Du hast ein hartes Leben ohne Job und ohne Freunde, die dir Liebe geben und Vertrauen. Deswegen musst du um dich schauen, deinen Frust abbauen, unser Leben versauen. Du kannst niemanden trauen, nicht mein Mama und immer mir. Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war, Schlumpser, du warst nie für mich da. Na, hast du mich vergessen, doch ich kann dich nicht hassen. Bitte Papa, tu das nicht. Immer wenn ich dich gebraucht hab, Entschuldigung. Wenn ich einsam war. Oh, Roxy Sparrow, du kommst natürlich genau richtig. Das ist gerade wirklich Content am Limit hier, mal wieder. Welche Cam nutzt du? Das Bild ist verdammt gut. Ja, das liegt nicht an der Cam, das liegt am Motiv einfach. Natürlich an der Ausleuchtung. Lass dir nicht erzählen, dass das ein gutes Bild nur mit einer guten Kamera zu tun hat. Sondern das Wichtigere... Szene, Dennis! Was denn? Ist tatsächlich, wie du eine Szene ausleuchtest. Genau, um die Szene geht es nämlich. Aber falls du es wissen willst, das ist eine Sony A7S Mark II. Das ist, ja, ist halt eine Kamera. Woher kommt diese Musik? Die kommt aus meinem Browser. Und Roxy Sparrow, einen wunderschönen guten Abend natürlich erstmal. Streamst du denn auch? Ich habe hier noch eine Canon 750D liegen. Ja. Und wichtiger als der Kamera-Body ist natürlich auch das Objektiv. Schau mal, vielleicht kriegst du irgendwie gebraucht ein cooles Objektiv dafür. Und dann kauf dir einfach ein paar Lichter. Kauf dir 2, 3 Lichter. Spannst du deinen Schirm vor. Und dann geht's rund. Du warst nie für mich da. Immer hast du mich vergessen. Doch,
doch, ich kann dich nicht hassen. Wisst ihr, was ich noch gut fand? Dieses, also das sind ja, war das auch die dritte Generation? Sie ist meine Schwester und sie trägt ein Messer? Nee, wie war das nochmal? 50 Millimeter geht doch sicherlich. Ja, also von der Brennweite 50 Millimeter, absolut legitim. Das funktioniert schon. Meine kleine Schwester, hieß das so? War das denn auch die dritte Generation? Meine kleine Schwester. Moment. Spektakulär. Ach so, nee, das war nicht die dritte Generation. Aber das ist das, glaube ich. Ja, oh, das ist auch geil, das Lied. Mit Sicherheit auch komplett weggeclaimed. Sie ist meine Schwester und trägt ein Messer. Sie sagt in der Schule, sei sowas besser. Meine kleine Schwester, Bert trägt ein Messer in der Schule, sei das besser, sagt sie. Und ihre Philosophie beruht auf Angst, Angst vor der Penne. Angst, die man nicht kenne, wer das nicht selbst erlebt, was dort abgeht, Tag für Tag. Sie sagt, das ist richtige Gangstermusik, Lisa. Zu lachen, wenn man sich nicht mehr bewegt, erlegt. Diese Haus-Maus-Reime, ey. Mit Drogen und gespielt um die hohen Beträge. Wer's nicht zahlt, kriegt die Schläge, denn die Macht hat die Gang streng genommen. Sind die Lehrer nur Statisten, hoffnungslose Optimisten an einem Spiel. Oh yeah. Lächeln schon nicht mehr kontrollieren. Bewegen sich auf allen Vieren, haben's lernt sie nicht kapiert. Das steht auf dem Plan an der Wand. So zieh der Straße zum Anfachen. Sie ist meine Schwester und trägt ein Messer. Sie sagt in der Schule, sei sowas besser. Sie hat Angst vor dem Tag, sie hat Angst vor der Nacht. War meine kleine Schwester, wurde fertig gemacht. Gott, ey. Ja, damals in den 90ern, da hatte man noch richtige Probleme einfach, ne? Nicht so wie heute. So, Leute. Ich würde mal sagen, so langsam gehen wir natürlich auch Richtung Feierabend. Das war ein sehr schöner Stream, den wir gemeinsam hatten. Es war mir wie immer natürlich ein Fest. Ihr habt euch relativ gut benommen. Lita hat ein bisschen Stress gemacht. Naja, verstehe schon, Schlüsi. Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Genie ist, aber ich glaube, Moritz ist schon hochbegabt. Der Meinung bin ich mittlerweile auch. Mama, ich möchte hier weg. Ja, siehst du, wir haben Lita gebrochen. Bleibt gar nichts mehr über von ihrer Gangsterfassade. So, wir streamten jetzt gerade noch. Wen können wir denn raiden? Habt ihr eine Idee? Ach, wie immer, Tapecover ist am Ballern. Aber vielleicht können wir ja mal jemanden finden, der auch Kirby spielt. Vielleicht können wir mal ein paar coole Kirby-Freunde finden. Dream Daddy. Birthday-Stream in den Samstag rein. Auf 9 Inseln. Unfug wird's ganz von allein, von nett gemeint. Sympathischer Typ. Kirbys Abenteuer weitermachen. Dann gucken wir gerade mal rein. Sorry. Pass mal gerade aus. Korrekt gemeint, genau, wie immer. Oh nein! Die ist so scheuer, die Alt. Hatte noch nie mehr. Fühl ich. Oh, was ist das denn? Krass. Oh nee, voll gespoilert. Was geht denn jetzt ab? Das ist doch Elfilin. Ist Elfilin böse in Wahrheit oder was? Ach, scheiße, ey. Komplett gespoilert alles. Ach, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, ey. Scheiße. Oh. Ja, das hätten wir einfach nicht machen sollen, ne? Das ist hier Römer 24. Ballert der auch gerade? Leopold mit der Power normal liegt bei 7 Sekunden. 7 Sekunden? Hau! Der wöchentliche weltweite Rekord für Rollkibi-Roll liegt bei... Rollmummel-Roll? Was? Makashi-LP? Okay, habt ihr Vorschläge? Ich bin super schlecht darin, Leute rauszusuchen zum Raiden.
Jetzt ist eure große Chance, falls ihr jemanden berühmt machen wollt. Easy. Yep. Gronkh, der kleine Underground-Streamer. Oh, ich habe schon mal von ihm gehört. Ansonsten finde ich ohne Kirby Retro-Roomt gut. Oha. Retro-Roomt, wir gucken mal. Dann kann er ja auf einmal anders. Wie jetzt? Mario Kart 8. Ja, Mario Kart 8, das geht natürlich immer, ne? Alter, was geht denn da ab? Ach schon. Was feiern die denn für eine Party, ey? Noch zu. Hab ich noch nicht getrunken, Papa. Was ist denn das für ein abgefahrenes Studio? Allein dafür müssen wir eigentlich schon raiden. Finde ich gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da werden wir jetzt mal hingehen. Das interessiert mich doch. Also doch, DRL. Hobbyraum. Ja, so ein Hobbyraum will ich auch mal irgendwann haben. Meine Güte, ey. Weil dann das nur in einem kleinen Lieferwagen und nicht... Nicht übel, ey, nicht übel. Da sagen wir jetzt auf jeden Fall mal Hallo. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Wir sehen uns wahrscheinlich dieses Wochenende nicht im Kaffee und Augenringe, ausnahmsweise einmal. Aber vielleicht wird es ja dafür nächste Woche mal einen kleinen Nachholstream geben. Das werden wir auf jeden Fall mal machen, denke ich. Genau. Retro roomt. Ja, alles klar. Macht nicht mehr zu dolle heute. Benehmt euch auf jeden Fall. Und ich wollte ja nur kurz Bescheid sagen. Also ich bin jetzt da. Genau. Schlüsi ist jetzt auch endlich da. Tschüss, Trinch Daddy. Tschüss, Lita. Wir müssen uns noch absprechen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Ja. Also ich bin jetzt da. Wann wir unser großes Boxmatch machen. Ach, leck mich. Haut doch alle ab. So, verschwindet. Raus hier. Raus. Ich mache jetzt das Licht aus. Geht. Weg. Weg. Geht. Doch, ich hab, also das hier ist ja meine Lieblingsstrecke. So. Warum auch? Ach, guck mal.